Hallo Sektor. Es ist wieder soweit. Hier ist Europas größte Comedy-Mix-Show. Die 1 Live. Köln Comedy Nacht XXL. Mit dabei Thorsten Sträter, Ozan Yara, Tani, Felis Taşdan, Hasan Badiane, David und Caroline Kebekus. Und hier ist euer Gastgeber, Bastian, Mr. Boombasti, Bielendorfer. Guten Abend, Köln! Willkommen zur 1 Live Köln Comedy Nacht XXL! Hallo, ihr schön! Hallo! Ja, wir haben alles rausgefeuert, was von Silvester übrig geblieben ist. Hallo, ihr Mäuse! Ah, Köln, ihr seid so schön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, in meiner Heimat seit 10 Jahren. Köln ist für mich die schönste Stadt der Welt. Gut, meine Standards waren niedrig. Ich komme aus Gelsenkirchen. Für mich wäre auch Chorweiler das Paradies gewesen. Hey, wir haben immer neidisch zu euch rübergeguckt. Bei euch gab es schon den Euro, fließend Wasser. Bei uns erst dieses Jahr eingeführt. Aber egal. Oh, und es ist eine große Ehre für mich, das heute moderieren zu dürfen. Und ich übernehme den Staffelstab von meinem Freund Özcan Kosa. Ihr kennt ihn ja. Ihr kennt ihn alle. Ja. Der Miniaturtürke. Ich liebe ihn sehr. Ich habe ihn oft auf Tour dabei. Er schläft dann in meinem Handschuhfach. Ich habe ihm da so Luftlöcher reingemacht und so eine kleine Meerschweinchentränke mit Raki. Aber jetzt gerade, er ist in der Türkei, er lässt sich gerade Haare verpflanzen. Ich habe ihm extra eine Tüte mit meinen Arschhaaren mitgegeben. Er trägt jetzt blonde Löckchen. Es sieht toll aus. Oh, und ich habe euch heute einen Premium-Auswahl, einen absoluten Mega-Comedians mitgebracht. Das wird was richtig Feines werden. Und diese Leute, die heute für euch da sind, die werden über sich hinauswachsen. Die werden das Maximum aus sich herausholen. Und ich bin jemand, der weiß, wie das geht. Weil ich habe es geschafft, letztes Jahr mit diesem Körper, geklöppelt aus einem Mettigel, es immerhin ins Halbfinale der größten deutschen Tanzshow zu schaffen. Oh, oh ja, Ladies and Gentlemen. Das hier ist die Rumba-Hüfte. Geilheit bis in Reihe 9 ist möglich. Ich kann sie aushängen wie eine Natter den Kiefer. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe letztes Jahr bei Let's Dance teilgenommen und ich war scheiße. Also wirklich, wirklich mitleiderregend scheiße. Also ihr steht vor einem Weltrekordhalter, Köln. Ich erwarte ein wenig Anerkennung. Ich bin im Guinness-Buch der Rekorde. Ich bin der einzige Kandidat international bei Let's Dance, der es geschafft hat, in 3 aufeinanderfolgenden Shows nur einen Punkt zu bekommen. Jetzt ist schon wieder los. Pass auf. Meine einzige Entschuldigung ist wirklich wahr, ich habe, bevor ich da teilgenommen habe, Let's Dance noch nie gesehen. Klingt ziemlich dämlich, aber ich habe gedacht, mein Gott, ich werde da einen Tag sein, esse schön Käsebrötchen, dann kann ich wieder nach Hause fahren, wenn die feststellen, dass ich höchstens in der Ecke Stoff wechseln kann. Bedauerlicherweise ging der Quatsch dann 16 Wochen. Ich habe 4 Monate meines Lebens damit verbracht, tanzen zu lernen, ohne tanzen zu lernen. Wirklich. Und ich wusste nichts darüber, außer dass man am Anfang ja mit anderen Prominenten versammelt wird. Mein lieber Freund Matthias Meester, ein kleinwüchsiger Speerwerfer. Wir haben ihn das Partybeast genannt. Wir waren immer zusammen auf Tour. Und wenn der reinkam mit einem ganzen Tablett voller Tequila, alle für ihn, der konnte was ab. Und dann habe ich auch René Casselli kennengelernt, den Ninja Warrior, der durchtrainierteste Mann der Welt, ein Weltartist. Ihr habt ihn bestimmt auch schon mal gesehen. René Casselli, so durchtrainiert, der macht eigentlich nur Vorwärts- und Rückwärtssalti. Es ist unfassbar. Wenn der auf Toilette geht, macht der einen Rückwärtssalto auf den Lokus, feuert sich selber mit der Kraft der Wurst 12 Meter in die Luft, doppelte Schrauben mit dem Arsch am Papier vorbei. Und daneben ich, ein Mann aus Gelatine. Aber ich habe es immerhin ins Halbfinale von Let's Dance geschafft und damit weitaus weiter als Özcan Kosa.
Und ich wusste nicht viel, außer man wird am Anfang verteilt unter einer Auswahl an gut aussehenden Osteuropäerinnen. In der Mitte die Königin von Let's Dance, Ekaterina Leonova, die Eisprinzessin, die Russenpeitsche. Eine Frau mit einem Körper geschlagen aus einem Stück Marmor, ein Herz so groß wie eine Heidelbeere. Ich habe nachgefühlt. Und Ekat und ich bildeten gemeinsam das Team Sexrakete. Ja. Und ich habe uns diesen Titel gegeben, weil natürlich mein Tanzen das nahelegt. Und das führte sehr schnell zu der Vermutung, wie hoch war denn die sexuelle Spannung bei Team Sexrakete? Und ich kann es heute hier anonym mit euch teilen, Köln. Es war bestialisch. Ich musste Ekat faktisch mit einem Elektroschocker von meinem Penis fernhalten. Sie konnte sich gerade noch so beherrschen. Aber wir haben es weit geschafft. Und jede Woche mussten wir uns der harten Jury stellen. Auf der linken Seite ein sympathischer kubanischer Kakadu namens Jorge González. Ein Mann, der schon mehrere Busladungen voller Übersetzer in den freiwilligen Suizid getrieben hat. Der einzige Mensch, der im deutschen Fernsehen untertitelt werden muss, wenn er hustet. Wirklich. Du stehst da, hast Mittelgut Disco Fox getanzt und auf einmal sagt er sowas wie Mutter auf, da war Gott, viel mit der auf Energie in der Bahn, aber sonst eigentlich nichts gemacht. Ah! Weißt du noch, wir standen da, ich guck Ekat an und sie sagt, ich habe keine Ahnung. Dann daneben eine wundervolle Frau, Motsi Mabuse, eine Frau, der der liebe Gott diesen Namen mit völliger Berechtigung verliehen hat. Und dann daneben der Darth Vader des Disco Foxes, der härteste Jurypräsident der Welt, Joachim Lambi. Viele denken immer, Lambi wäre ein fieser Typ. Das stimmt gar nicht, Köln. Lambi ist einfach schon sehr alt. Lambi hat schon für den Führer getanzt. Freiwillig! Und Lambi und mein Verhältnis basierte darauf, dass wir uns verbal ein bisschen Ohrfeigen gegeben haben. Ich habe mich über sein Alter lustig gemacht und er sich über mein Tanzen. Und dann waren wir auf der großen Let's Dance Tournee, unter anderem auch hier in der Lanxess Arena. Und irgendwann kam Lambi zu mir und sagte so, Bielendorfer, musst du dich denn da immer so, musst du immer so Gags machen auf meine Kosten? Über mein Alter? Ich sag, warum, Gandalf der Weiße? Er sagt, ja, ist das denn, ist das angebracht, ist das richtig? Ich sag, ja, Lambi, also ich habe so ein paar Klassiker gemacht, Köln, ne? Lambi, wie schmeckt denn Mammutfleisch? Lambi, wie war es denn beim letzten Abendmahl zu Kellnern? So ein paar Klassiker halt. Ich dachte, ja. Ja, man, so muss das denn immer sein, Bielendorfer? Ich sag, naja, Lambi, ich habe schon das Gefühl, du hast auch schon Sachen zu mir gesagt. Ja, was denn? Naja, du hast zum Beispiel letzte Woche in der Köpi-Arena zu mir gesagt, vor 14.000 Menschen, Bielendorfer, wenn du bummst, wie du tanzt, tun mir alle Frauen auf der Welt leid. Und ich habe geantwortet, ich kann wenigstens ohne Tabletten, Joachim. Leider nicht tanzen. Köln, ich darf jetzt gleich die erste Künstlerin des heutigen Abends begrüßen. Aber bevor wir das machen, bringen wir jetzt noch mal ein bisschen richtig Feuer in die Hütte. Und es gibt ja eine Sache, die Männer immer für sich glauben. Ne? Sie könnten richtig Party geben, sie könnten richtig Gas geben. Deswegen werden wir jetzt mal alle Jungs, die heute Abend hier sitzen, so laut wie nur möglich applaudieren lassen. Und dann entspannt euch, Mallorca Club. Und dann lassen wir mal die Damen abgehen und gucken mal, wer lauter ist. Und ich werde jetzt schon auf Tinnitus Ladies setzen. Aber wir fangen an. Bei drei machen die Herren uns mal vor, was ein angemessener Applaus für die erste Künstlerin wäre. Eins, zwei, drei. Das ist schon wirklich gut für den Skatclub Erna. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Damen drauf haben. Eins, zwei, drei. Meine Lady! Lecko Fanny Köln! Behaltet euch diese Stimmung bei. Bitte jetzt alle Geschlechter klatschen für die größte deutsche Komikerin aller. Jetzt leider aber wieder leise geworden.
Das machen wir nochmal. Ich kündige Sie jetzt an. Jetzt kommt eine junge Frau, die ist sowas wie die größte Komikerin, die Deutschland jemals gehabt hat. Die Taylor Swift der Comedy. Wir müssen neue Arenen bauen, um überhaupt genug Leute reinzukriegen, weil es ist unfassbar. Sie verkauft alles aus. Sie ist wahrscheinlich der lustigste Mensch, den ich hier getroffen habe. Bitte Köln. Und sie ist ein kölsches Mädchen. Gebt alles für die wundervolle Caroline Kebekus! Ich bin nicht allein hier. Ich habe einen Fötus bei mir. Ja. Leute, keine Ahnung, das muss auf dem Weg hier hoch passiert sein. Ist krass, oder? Ja, frag mich mal, ich habe es auch aus der Bild-Zeitung erfahren. Ich krieg jetzt, ist eine crazy Zeit jetzt für mich, möchte ich sagen. Ich kriege jetzt viele Tipps übrigens überall. Und da frage ich mich mal wieder, warum sind wir Frauen eigentlich zueinander immer so scheiße? Weil vor allen Dingen, wenn eine schwanger ist. Weil ich höre jetzt die ganze Zeit nur, ja, warte mal ab, ja, warte mal ab. Ich werde immer gefragt, wie geht's dir? Und ich sage, mir geht's super, top. Und dann kommt, ja, warte mal ab, warte mal ab. Da wird noch richtig scheiße. Hast du Schmerzen? Nö, ich habe eigentlich keine Schmerzen. Ja, warte mal ab, warte mal ab. Irgendwann hast du Wasser in den Beinen, da wird richtig scheiße, wird richtig scheiße. Und wie schläfst du, bin ich letztens gefragt worden. Ich so, super, top. Ja, warte mal ab. Warte mal ab, bis das Baby kommt, du wirst nie wieder schlafen, nie wieder. Es wird alles total schrecklich. Aber vorher sind es genau die, die gesagt haben, oh mein Gott, mach auch Babys, oh mein Gott, es ist so ein, wirklich, das macht dein Leben so viel schöner. Aber sobald du schwanger bist, so, welcome to hell. Ja, cool, da bin ich. Ich muss jetzt auch immer so meine Hand so auf den Bauch legen. Das ist das internationale Zeichen für schwanger. Ohne Hand, fett. Mit schwanger. Fett, schwanger. Fett, schwanger. Und alle, die jetzt Fotos von mir machen, wollen auch extra, dass ich die Hand da so hinlege. Mach die Hand dahin. Und ich mal so. Ich komme immer so ein bisschen dumm vor. Ja, okay. Schon am Anfang, weißt du, wo da gar nicht so viel war. Mach die Hand hin. Vor allen Dingen, ich komme mir so dumm vor, weil ich habe gelesen, das Erste, was bei einer schwangeren Frau den Bauch anschwellen lässt, ist gar nicht das Kind, sondern der Darm. Wegen Hormone, keine Ahnung. Das heißt, alle Frauen, die so ganz am Anfang so Fotos machen, wo die sich so den Bauch streicheln, die streicheln eigentlich ihre eigene Kacke. Oder ihren eigenen Furz. Jetzt finde ich es schon wieder witzig. Oh Schatz, komm schnell, ich spüre schon was. Ich glaube, es sind Erbsen. Mein Gott, wie lustig wäre das, oder? Wenn das gar kein Kind wäre, sondern einfach nur ein immenser Furz. Das könnte sein. Leute, die Ultraschallbilder waren mega unscharf. Das kann alles sein. Stell dir mal vor, es ist einfach nur ein Furz. Und irgendwann, du hast einfach ewig eingehalten. Irgendwann kriegst du natürlich Schmerzen und sagst so, Baby, ich glaube, es geht los. Wir müssen zum Krankenhaus. Und der so, alles klar, schreibt der Familie, es geht los. Wir waren zum Krankenhaus. Und dann kommst du so in den Kreissaal, alle so pressen. Und du so, seid ihr sicher? Okay. Und dann kommt einfach der größte Ballermann, den du je in deinem Leben rausgelassen hast. Du presst und dann... Dem Arzt fliegen die Haare, alle so, wow, damit haben wir nicht gerechnet. Is it a boy? Is it a girl? No, it's a fart. Es wäre schon ein bisschen schade, aber ich wäre auch stolz. Ich glaube, ich würde ihm trotzdem einen Namen geben. Geil wäre auch bei Kaiserschnitt, oder? Wenn die so mit dem Skalpell so reinpiekst und ich fliege wie so ein Luftballon. Ist das, findet ihr das ein bisschen unreif, diese Gedanken, die ich habe? Ich weiß, was ihr denkt. Ihr habt doch gelesen, die Kebekus ist schwanger. Das Erste, was ihr dachtet, war, was? Jetzt schon?
Ist das nicht viel zu früh? Ja, ich habe doch mein ganzes Leben noch vor mir. Manchmal habe ich wirklich so Gedanken, ne? Schaffe ich das alles? Bin ich bereit dafür? So eine krasse Veränderung. Und ich habe natürlich auch Schiss, Leute. Ich glaube, am meisten Schiss habe ich davor, dass ich plötzlich keine Witze mehr über fette, hässliche Kinder machen kann. Das ist für mich eine Berufsunfähigkeit. Dagegen ist doch niemand versichert. Aber ich habe natürlich auch Angst, dass ich Fehler mache. Ich meine, da kommt ein kleiner Mensch, da kommt so ein Menschli. Das kann ja gar nichts ohne mich. Ich habe ja die volle Verantwortung. Nicht nur, dass es überhaupt überlebt, sondern auch, dass es ein okayer Mensch wird, oder? Im besten Fall niemanden zerstückelt, keine toxischen Beziehungen anfängt. Weil das ist am Ende immer die Mutter schuld. Aber wahrscheinlich machst du dauernd Fehler, oder? Merkt man gar nicht. Man macht irgendwas und schon traumatisiert. Entschuldigung, schon wieder Trauma. Wahrscheinlich ist es mit Kindern wie mit Pfannkuchen, oder? Der erste wird immer scheiße. Ja, der ist gut. Den kann man essen. Gut, vielleicht finde ich das auch alles so krass, weil, okay, kann sein, ich bin ein bisschen late to the party. Es kann sein, ich habe ein bisschen gebraucht, weil ich finde, es ist ein bisschen schwierig, als Frau da mitzukommen. Weil unser ganzes Leben lang hören wir nur in Bezug auf Kinder, pass auf, du musst verhüten, du darfst auf keinen Fall schwanger werden, dein Leben ist vorbei, wenn du schwanger wirst, du musst verhüten, pass auf, nimm Kondome, nimm die Pille, nimm 2, 3 Kondome, doppelt hält besser, auf keinen Fall darfst du schwanger werden, dein Leben ist vorbei. Irgendwann bist du Ende 30, alle, wo sind deine Kinder? Wo? Krass. Wie? Ich dachte, pass auf. Nein, jetzt, tick-tack. Ach so, okay. Ich war noch bei pass auf. Ich habe das so drin gehabt, wirklich. Das Erste, was ich dachte, als ich wusste, ich bin schwanger, war so, ich dachte, Alter, meine Eltern, die flippen aus. Sind auch ausgeflippt. Aber es stimmt schon, meine ganzen Freundinnen, die haben alle vor 10, 15 Jahren Kinder gekriegt. Aber da war ich noch jenseits von Gut und Böse. Die haben schon Familien gegründet, da habe ich noch meine eigenen Fürze angezündet. Keine Angst, dich nicht. Wirklich, die einzigen Familien, die ich damals gegründet habe, waren bei Die Sims. Kann sich noch jemand erinnern? Bei Die Sims. Ich habe schöne Familien gegründet, habe sie glücklich leben lassen und dann habe ich sie alle getötet. Alle in den Pool schwimmen geschickt und dann die Leiter verkauft. Vielen Dank für diesen Applaus. Und jetzt ich, Leute. Weiß die Natur überhaupt, was sie da tut? Aber ich freue mich auch. Es verändert sich viel. Mein Körper verändert sich. Ich bin cool damit. Ist cool. Ist alles gut. Ich fühle mich wohl, bis ich Instagram öffne. Instagram sagt auch, du bist schwanger, fühl dich wohl. Embrace your pregnant body. Aber es sagt mir gleichzeitig, bleib fickbar. Stay fuckable. Immer noch. Ich denke, habe ich mal eine Pause in diesem Zustand? Nein. Auch jetzt gibt es Körperideale, die ich erfüllen soll. Ja, ich muss am besten, habe ich gelernt, belly only pregnant soll man sein. Belly only. Nur der Bauch darf dick sein, alles andere muss dünn sein. Also am besten, ich sehe aus wie so ein Zahnstocher, der eine Olive aufgepickt hat. Das ist mein neues Körperideal. Vielen Dank. Und wie man das erreicht, sagt mir Instagram natürlich auch, ich soll sehr viel Cardio-Sport machen. Genau, das ist jetzt der Moment, wo ich Bock auf Cardio-Sport habe. Leute, das einzige Cardio, was ich mache, ist Intimrasur. Wisst ihr, wie scheiße anstrengend das geworden ist? Das ist wie, mittlerweile ist es so wie unterm Sofa Staubsaugen, weißt du? Ich weiß überhaupt nicht, was ich da tue. Ich sehe nichts. Kann sein, dass ich was getroffen habe, keine Ahnung. Internet ist jetzt echt anders geworden. Ich habe auch so eine App, die mir jetzt immer sagt, wie groß das Kind gerade ist. Am Anfang mega niedlich. Steht da so, Baby ist so groß jetzt wie ein Heidelbeere. Oh, süß. Dann irgendwann, Baby ist jetzt so groß wie ein Kirsche. Oh, süß. Letztens stand da, Baby ist jetzt so groß wie Ingwer.
Okay, Ingwer ist doch immer so, was? Und manchmal stehen da auch Sachen in dieser App, wo ich denke, ey, das will ich nicht wissen. Weißt du, Gott hat das alles innen gemacht. Wir sollen nicht bei allem gucken. So, letztens stand da so, der Verdauungstrakt ihres Kindes war bis jetzt eine Schwellung in der Nabelschnur. Aber in den nächsten Tagen wandert das Gedärm ins Innere des Kindes. Was? Was ist das für eine Alien-Scheiße, die da abgeht? Wie, die Gedärme wandern? Entschuldigung, was ist, wenn die sich verlaufen? Woher weiß denn der Darm, wo der hin muss? Was ist, wenn der Darm aus Versehen in den Kopf läuft? Was passiert dann? Wählt das Kind dann später AfD? Stell mal vor. Wäre schrecklich. Aber es ist natürlich krass, dass die Natur sich sowas ausdenkt. Ja, wir machen den Darm erst in der Nabelschnur, dann gehen wir den Schmerz. Ja, Wahnsinn. Also wirklich, man ist ja auch ehrfürchtig. Man denkt, krass, die Natur, was die kann, was der Körper kann, ist Wahnsinn. Wie gut das alles durchdacht ist, der menschliche Körper, wie der aufgebaut ist. Alles ist perfekt durchdacht. Aber bei manchen Sachen denke ich auch, da hätten sie sich auch noch mal hinsetzen können. So, alle Sachen sind nicht super, oder? Zum Beispiel die männliche Sackhaut, diese bouncy Sackhaut, ist es? Das ist, die kann man so langziehen. Und das ist eure beste Idee gewesen? Die hättest da keine bessere Lösung? Nee, nee, wir machen das da in diesen Sack und dann hängen wir das draußen hin und dann ist das so bouncy, das wird, glaube ich, gut. Und auch der größte Fail der Natur ist die menschliche Geburt. Ist nämlich gar nicht so geil geplant, wie alle immer sagen. Oh, der Körper ist dafür geschaffen. Nein, gar nicht so gut. Ist eigentlich so ein riesiger Kompromiss. Das Becken von der Frau ist eigentlich viel zu klein. Der Kopf von dem Kind viel zu groß. Passt nicht. Ist wie eine Melone in Pfandautomaten drücken. Passt nicht. Deswegen mega schmerzhafte Stunden für die Frau. Ist nicht easy. Und man denkt, ey, Evolution, ernsthaft? Ich meine, bis hier ist es doch gut gelaufen. So eine Giraffengeburt zum Beispiel, die läuft super, oder? Das sieht immer easy aus. Ich bin auch wie so eine Giraffe. Die sieht immer so gechillt aus, oder? Giraffengeburt, die geht durch die Steppe, so die chillt ihr Leben. Die geht zum Bäumchen, ein bisschen knabbern hier am Bäumchen, hier ein bisschen knabbern am Bäumchen und dann so, boop. Aus 3 Meter Höhe klatscht so ein Giraffenbaby auf den Boden und die Giraffe so, ja, steh auf, Löwe kommt. So. So fände ich es gut. Das fände ich gut. Aber wir, nein. Stundenlange, schmerzhafte Geburten. Ich weiß auch, warum man sagt Mutter Natur, oder? Klar ist die Natur eine Frau. Und zwar eine richtige Bitch. Kann man sich genau vorstellen, oder? Hey, Mädels, eure Becken sind fertig. Hier, sind ein bisschen eng geworden, sorry. Aber ihr schafft das schon. Ciao. Und wir Frauen so, oh krass, okay, ein bisschen eng, ne? Ja, da werden wohl einige von uns bald draufgehen bei der Geburt. Ja, das stimmt, aber ich habe ausgerechnet, es werden genug überleben, dass die ganze Spezies überlegt. Ciao! Cool! Deswegen finde ich es ja total legitim, wenn man sich bei der Geburt alles an Medikamenten ballert, was der legale Markt hergibt, ja? Deswegen liebe ich es ja auch, wenn man irgendwo so Smalltalk-mäßig über Geburten redet und dann kommt so ein Typ und kackt seine Meinung in die Mitte. Meistens so ein Markus, der da reinkommt und sagt, ja, ich finde es ja wichtig, dass die Frau die Geburt ohne Medikamente erlebt. Das ist wichtig für die Frau und für das Kind, dass sie da ohne Medikamente durchgeht. Ich finde das wichtig. Ich finde das richtig wichtig. Ja, Markus. Und ich finde wichtig, dass du dir eine Ananas in den Arsch schiebst. Das ist mir sehr wichtig. Das ist wichtig. Das ist auch sehr wichtig. Das hat die Natur so eingerichtet. Seht ihr den Typen auch vor euch? Hat er bei euch auch so eine 3/4 Cargo-Shorts an? Das hat die Natur so eingerichtet. Ja, Markus, deine Erektionsstörung hat die Natur auch so eingerichtet. Da möchtest du bitte auch keine Medikamente nehmen. Das wäre mir auch sehr wichtig. So gemein, ne? Dass man so
als Mädel im Leben so aufwächst. Und als Kind habe ich gedacht, Geburt ist easy peasy. Weil die erste Geburt, die ich gesehen habe, war bei Sissy. Kann sich noch jemand erinnern, wie Sissy ihr Kind kriegt? Das erste, der wird so flau, die kippt um, Schnitt, die liegt im Bett, Bettdecke bis hier hoch, sieht wunderschön aus, ihre Haare fallen wie goldene Wasserfälle über die Decke. Klar, kennt man ja, 10 Stunden wehen, hast du geile Haare jedes Mal, nochmal. Und dann sitzt der Franz auf der Bettkante und sagt, Sissy, es ist ein Mädchen. Und sie, oh nein, zack, Baby da, Geburt fertig. Klar, deswegen sagen so viele Kinder, Mama, wenn ich groß bin, ich will ganz viele Kinder kriegen. Und die Mütter so, ja, kannst ruhig machen, mach das. Und ich weiß noch, irgendwann, ich habe sehr viele Tanten, meine ganzen Tanten haben so ausgepackt über die Geburt. Ja, tut doch ein bisschen weh, ist doch ein bisschen crazy. Und plötzlich haben die ihre Splatter-Geschichten ausgepackt. Wirklich eine schlimmer als die andere, da war alles dabei. Von Dammriss bis Steißlage, alles. Aber gewonnen hat meine Tante Biggie, die sich bei der Geburt meines Cousins das Becken gebrochen hat. Da habe ich gedacht, Alter, warum ist Pussy immer noch ein Schimpfwort für schwache Menschen? Entschuldigung, Pussy, stärkstes Organ, was ich kenne. Wisst ihr, wie stark man pressen muss, damit man sich das eigene fucking Becken bricht? Aber stattdessen sagt man zu Leuten, die so stark sind, sagt man, der oder die hat Eier, der hat ein paar richtige Eier, ja? Schon mal gesehen, wie ein Typ einen Ball in die Eier gekriegt hat? Wie der am Quieken ist? Da ist stark. Mhm. Ey, mit einer Pussy, da fängst du den Ball auf und dann schießt du den wieder zurück. Aber ich hab jetzt auch eine neue Tante. Man kriegt ja so mit so einer Schwangerschaft auch neue Tanten dazu. Ich bin so eine schwäbische Tante und die hat mir so einen Tipp gegeben. Ist auch geil, wie random man so plötzlich so intime Gespräche hat. Alles dreht sich sofort um unten rum. Die hat gesagt, es gibt so ein Öl, das kann man kaufen und da kann man sich so massieren mit einem Öl. Und dann, sie hat zu mir gesagt, man soll richtig, also sie meinte so, kannst richtig nahe, da kannst richtig nahe. Richtige, da nicht sparen, kannst richtig nahe, Schurke, da richtig nahe. Und ich so, okay, ich glaube, ich habe es verstanden, danke. Ich habe mir das schon besorgt, dieses Öl. Ist gut. Ist gut. Gute Erfahrung gemacht. Jetzt weiß ich, warum meine Tante immer so entspannt ist. Vor allem das Geilste ist, die hat gar keine Kinder. Ich will auch so eine Geburt wie die Giraffe. Ich habe keinen Bock auf diese stundenlangen Schmerzen. Ich nehme mir dieses Öl, dann werde ich einfach jeden Tag, werde ich da massieren. Ich werde es richtig reinschurken, richtig. Und dann werde ich einfach easy peasy Giraffengeburt haben. Ich werde so viel massieren, dass ich Maschine werde bei der Geburt. Ich werde so in den Kreißsaal gehen. Was ist los? Pff, alles klar, ich bin da, hier das Baby abzugeben. Wo soll's hin? Da, alles klar. Pff, so, fertig. Werde ich mit allen abschlagen. Jawohl, Junge. Wahrscheinlich fühlt man sich auch so wie so eine Maschine, oder? Wenn die Hormone ballern bei der Geburt, dann fühlt sich wie so ein Assi auf Koks. Ja, sieh, was ich geschaffen habe. Ich bin Gott, kniet alle nieder. Kein Wunder, dass Männer jahrtausende lang so eine Angst hatten vor Frauen, oder? Wahrscheinlich gehst du auch zu deinem Typen, du niederes Wesen. Sieh, was ich geschaffen habe. Ich bin ein lebendiger 3D-Drucker. Oben Schnitzelpommes rein, unten Baby raus. Wahrscheinlich wird man total übermütig. Ja, was mache ich als nächstes? Thermomix, ich versuch's. So stelle ich mir die Geburt vor. Köln, dankeschön, das war's von mir. Dankeschön. D-Drucker. Ah! Ich meine, Caro ist so mega bekannt, dass es in ihrem Leben wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, offen in der Gegend rumzulaufen. Bei mir war das ehrlich gesagt nie ein Problem. Ich sehe halt aus wie eine menschliche Bärchenwurst. Dementsprechend kaum jemand hat mich erkannt. Dann kam Let's Dance, da hat sich das komplett verändert. Das war wirklich seltsam. Einmal in die Hände klatschen, wer schon mal Let's Dance gesehen hat.
Alle außer mir, okay, das ist immer gut. Weil ich habe wirklich damit nicht gerechnet und ich wurde in absurdesten Situationen erkannt. Eine Woche, nachdem ich bei Let's Dance aufgehört habe, stehe ich auf der Straße hier in Köln, auf einmal kommt eine Grundschulklasse vorbei. 30 Kids mit Lehrerin. Schält sich zwischen den Kindern so eine 8-Jährige mit Zöpfchen raus, zeigt auf mich und sagt, da ist der Mann. Die Lehrerin fragt berechtigt, ja wer denn? Der Mann in der goldenen Unterhose. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Oder wir waren auf der großen Let's Dance Tour einmal in Hamburg in einem Strip-Lokal. Ich war als guter Christ noch nie in einem Strip-Lokal in Hamburg. Und kam da rein, das war so, wie man das aus Filmen kennt, sehr dunkel. Also man konnte jetzt auch nicht was Schönes lesen, deswegen musste man da die Frauen angucken. War sehr warm, also viele waren ganz wenig angezogen. Eine machte so orthopädische Übungen an so einer Stange, ich denke gut für die Halswirbelsäule. Dann kam eine zu mir, sehr jung, also manche Bauteile erst 4 oder 5 Jahre alt. Und sagte so, hey Süßer, willst du einen Lapdance? Ich so, ja, wenn du jetzt nichts vorhast, dann können wir das machen. Sie sagt, das kostet 50 Euro. Ich sag, hier, dann kannst du das BAföG zurückzahlen. War bestimmt eine junge Kulturwissenschaftsstudentin, man weiß es ja nicht. Und dann ist sie so auf meinen Schoß und machte so, und ich machte so, das war schon ganz schön geil. Und irgendwann guckt sie so an mir runter und sagt, warte mal, bist du nicht der Basti von Bratwurst und Baklava? Und ich guck zwischen den Brüsten her und sag, für wahr? Sagt, können wir ein Foto machen? Ich sag, ja, das kostet aber 50 Euro. Und das Absurde, dass erkannt werden, weil ich gar nicht erkannt wurde, war natürlich wieder im Ruhrpott. Ich halte in Gelsenkirchen an der Tanke, neben mir steigt ein Opa aus dem Mercedes, guckt mich an und eröffnet das Gespräch, wo wir uns noch nie gesehen haben, mit den Worten, komm, sag! Ich denke so, was denn, Kuckuck? Oder jetzt sag schon. Ich sag, Lottozahlen? Wer du bist? Ich denke so immer, werde ich jetzt erkennungsdienstlich behandelt oder was? Ich sag, Bastian Bielendorfer. Er, ne. Und Köln? Ich war mir schon relativ sicher, dass ich Bastian Bielendorfer bin. Du bist doch der aus dem Fernsehen. Ich sag, ja, Bastian Bielendorfer. Hier, meine Frau, die liebt dich. Ich sag, das ist schön, hoffentlich weiß die, wer ich bin. Und dann schiebt er hinterher, du bist doch hier der mit dem, komm. Darf der das, ne? Köln, der Mann dachte, ich wäre Kristall. Um das einmal aufzulösen für die Menschen mit wirklich schlimmen Dioptrien in einem Fernseher. Kristall und ich haben gemeinsam, wir haben ein Gesicht. Keine Ähnlichkeit. Und dann habe ich eine Videobotschaft aufgenommen für seine Frau als Kristall. Die wird sich gefreut haben. Genauso wie ihr euch jetzt freuen werdet. Denn jetzt kommt der nächste Künstler des heutigen Abends, Köln. Er kommt aus Berlin zu uns. Er ist ein sehr, sehr lustiger kleiner Mann. Bisher könnte es Özcan Kosa sein, aber er ist es nicht. Und ich bitte ihn, dass ihr ihn mit der gleichen Begeisterung begrüßt, wie ihr eben auch Caro Kebekus begrüßt habt. Bitte gebt alles für den wundervollen Ozan Yaran! Ja, hi. Freunde, ich bin seit 8 Jahren Comedian und das ist mit Abstand die beeindruckendste und heftigste Kulisse, vor der ich jemals gestanden habe, Alter. Das ist absoluter Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist 13.000 Menschen, Alter. Sowas nennen wir in der Türkei Tupperparty, echt. Oder Hochzeit, geht auch so. Absoluter Wahnsinn. Aber ich liebe diesen Job. Ist ein geiler Job. Macht Spaß. Ne? Ich liebe es, Comedian in Deutschland zu sein. Obwohl die Menschen immer wieder behaupten, die Deutschen haben doch keinen Humor. Schwachsinn, Köln. Absoluter Schwachsinn. Meiner Meinung nach, und ich beziehe mich mit ein, hier geboren, aufgewachsen, sind wir Deutschen die lustigsten Menschen auf der ganzen Welt. Ja, Mann. Genau so. Unbewusst, ja,
Weil wir Deutschen haben eine Art und Weise an uns, die ist einzigartig. Guck mal, wenn du einen Autounfall hast und du liegst im Krankenhaus, da kommt der Türke zu dir und sagt, Bruder, Gott hat auf dich aufgepasst, bete zu Gott, dann geht's dir schnell besser. Der Amerikaner kommt zu dir und sagt, oh my goodness, get well soon, do you need anything? Der Deutsche kommt zu dir und sagt, oh Günther, was machst du denn für Sachen? Oder dich kann man auch keine Sekunde alleine lassen. Das Einzige, was mich so ein bisschen abfuckt, sind deutsche Sprichwörter. Digga, ich check deutsche Sprichwörter nicht, das ist Wahnsinn, Alter. Mir fehlt irgend so ein Chromosom. So. Letztens kommt ein Kumpel zu mir und sagt original, Ozan, du bist eine coole Socke. Dankeschön. Richard, und du bist ein interessanter Hut. Digga, 2023, wer sagt, letztens habe ich meinen Sohn aus der Schule abgeholt, weil er ein bisschen Scheiße gebaut hat, okay? Nichts Schlimmes. Ich hole ihn aus dem Klassenzimmer ab, lauf mit ihm ins Sekretariat. Sein 10-jähriger Kumpel Jeremy, 10, läuft an uns vorbei und macht original den hier. Burak, jetzt hast du den Salat. Digga, du bist 10, welcher 10-jähriger? Drück dich mal zeitgemäß aus, was weiß ich, drauf geschissen, alles Kachpas und Charmutas. Digga, mein alter Chef bei Lidl hat immer gesagt, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Da wird ja der, was, 100 pro ein asiatisches Sprichwort. Stell dir vor, du bist beim Asiaten. Ja, schönen guten Tag, ich hätte gern die 58. Flambierter Mops kommt sofort. Dürfte ich fragen, wie sie den zubereiten? Na klar, wir packen ihn in die Pfanne, bis er verrückt wird. Und dann servieren wir den. Und woran merken sie, dass er verrückt wird? Er fängt an, aus der Bibel zu rezitieren. Damit möchte ich nicht sagen, dass aus der Bibel zu rezitieren gleichzusetzen ist mit verrückt sein. Damit möchte ich lediglich hervorheben, dass Tiere, die im Alltag aus altreligiösen Schriften rezitieren, offensichtlich nicht ganz gesund sind. Köln, an dem Satz habe ich gesessen, Digga. Das ist echt... Ich meine, ich stell dir vor, du läufst die Straße entlang und da sitzt eine Katze auf der Fensterbank. Du läufst an ihr vorbei und sie fängt an. In nomine Patri et Filii Spiritus. Und die Türken fangen auch schon an. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Letztens mein Cousin Ali. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Digga, du bist Muslim, sag wenigstens Lamm. Wahnsinn. Ja. Aber... ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Meine Eltern sind 1980 hierher gekommen. Aber Deutschland ist meine Heimat. Ich liebe dieses Land, hier geboren, aufgewachsen. Aber Köln, ich bin türkisch groß geworden. Ja? Ich meine, ich bin 36 Jahre alt, Dicker. Meine Mutter droht mir heute noch. So. Ihre Lieblingsdrohung, ich stopfe dir scharfe Peperoni in deinen Mund. Immer wieder. Aber auf türkisch klingt krass, Dicker. Acı biberi ağzına sokarım. Immer wieder. Acı biberi ağzına sokarım. Immer wieder. Und mein Vater hat immer mitgemacht. Der einzige deutsche Satz, den er kann. Meine Mutter immer wieder. Und direkt daneben mein Vater. Dein Arsch wird brennen. Immer wieder, Dicker. Was soll diese Scheiße? Immer wieder. Dein Arsch. Alter, das sah aus, als würden die gemeinsam rappen so. Dein Arsch. Hat nur noch gefehlt, dass meine Großmutter im Hintergrund twerkt. Es ist... weiß ich nicht. So. Aber mittlerweile bin ich ja selber mit einer deutschen Frau zusammen. Und ich mag deutsche Frauen. Deutsche Frauen sind toll. Ich liebe deutsche Frauen. Aber ja, danke schön, eine Deutsche. Ja. Aber am Anfang der Beziehung, meine Mutter hatte schon Probleme. Ich akzeptiere keine deutsche Frau. Eine deutsche Frau kommt mir nicht ins Haus. Nicht in 100 Jahren. Ja, aber Mama, ihre Eltern arbeiten beim Arbeitsamt. Herzlich willkommen in der Familie. Komm. Und Reini, und es gibt Unterschiede, Alter, es gibt Unterschiede. Ich war 9 Jahre mit einer Türkin verheiratet, es gibt Unterschiede. Deutsche Frauen streiten taktischer, strategischer, ausgeklügelter. Wenn ich mich mit meiner deutschen Frau streite, sie steht auf, läuft rüber, nimmt das Telefon in die Hand und ruft meine Mutter an. Meine türkische Ex-Frau hat mit dem Handy nach mir geworfen, Alter. Und Digga, das war vor 17 Jahren. Damals gab es diese Motorola-Klapp-Handys.
Wenn die dich getroffen haben, haben die sich aufgeklappt und mit der Rückseite noch eine gegeben haben. So. Ja, ich. Ja, ich lache ein bisschen seltsam, tut mir leid. Das ist. Das ist. Ich weiß nicht, das ist. Weiß ich nicht, das ist schon ein Unterschied. Einmal habe ich meine Ex-Frau angeschrien. Ich schwöre dir bei Gott, ich spring vom Fenster. Und meine türkische Ex-Frau einfach nur: Dann mach doch, du Vollidiot, gibt's unten einen Fettfleck. Letztens, ich schwöre dir bei Gott, letztens habe ich meiner deutschen Frau das aus Spaß zugerufen, nur um zu sehen, was sie sagt. Ich habe geschrien: Schatz, ich schwöre dir bei Gott, ich spring vom Fenster. Und meine deutsche Frau: Schatz, wir wohnen im ersten Stock. Was soll denn großartig passieren? Und, Alter, und ich dachte, es wird unkompliziert, aber deutsche Frauen haben fucking viel Temperament, Digga. Ich weiß nicht, woher das herkommt so. Meine Frau hat zu viel davon. Im Straßenverkehr, die wird immer aggressiv. Ich verstehe nicht mal, warum. Sie hat nicht mal einen Führerschein, Alter. 1,60 groß, schaut kaum übers Armaturenbrett und pöbelt einfach jeden an so. Ihre Haltung ist so klein, Napoleon fickt ganz Europa an meiner Fenster. Letztens auch wieder, wir haben 10 Minuten Parkplatz in Berlin gesucht. Ich habe keinen gefunden, Köln. Dann habe ich einen gefunden, wollte rückwärts reinfahren. Kommt ein Assi, fährt mit voller Geschwindigkeit rückwärts rein. Ich so, scheiß drauf, bleib positiv, fahr einfach weiter, du hast gleich eine Show. Meine Frau wie aus dem Nichts: Halt an! Und dann rennt sie aus dem Auto, stellt sich vor sein Auto und schreit: Dein Benehmen ist total asozial. Ich spreche dir dein Rückgrat, du Lappen. Ich schwör's, im ersten Moment wollte ich dazwischen gehen, im nächsten dachte ich mir: Nein, Mann, ich möchte echt sehen, wie das weitergeht. Und dann legt sie noch eins drauf, sie tritt gegen die Stoßstange und schreit: Komm doch raus, du Pussy! Und ich schwör dir bei Gott, der Typ kriegt Angst und fährt einfach davon. Meine Frau steigt ins Auto wie der heftigste Mafia-Boss, als hätte sie gerade 10 Feinde abgeschlachtet, schaut auf ihre Fingernägel und sagt: Schatz, ich hab das geklärt, du kannst reinfahren. Ich bin 1,74, seht ihr mich? Das ist Wahnsinn, Digga. Und ich muss auch in der Interaktion mit Frauen noch viel lernen. Letztens Köln habe ich ein bisschen Scheiße gebaut und es tut mir auch leid. Ladies, nehmt meine Entschuldigung an. Ich wusste nicht, dass das so ein Thema ist. Ich habe meiner Frau gesagt, dass sie halt ein wenig... dass sie ein wenig expandiert. Das. Seitdem empfinde ich auch keine Freude mehr in meinem Leben. Nichts ist so schlimm wie die kalte Schulter deiner Frau, Dicker. Dann zieht sie nachts 1 Uhr ihre Joggingklamotten an und geht joggen. Ich so: Schatz, wohin gehst denn du? Ich gehe joggen, um mein Fett abzubauen. Und ich, der größte Vollidiot in der Geschichte der Menschheit, anstatt einfach zu sagen: Schatz, du bist nicht dick, ich bin dumm und oberflächlich, bitte lass uns reden. Was sag ich? Schatz, von einem Mal passiert nichts, du musst das konst... Digga, ihre Freundin hasst mich seitdem, ne? Oh mein Gott, wie die Ladies, der Zusammenhalt unter euch ist der Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, schreit eure Geschlechtsreife raus. Lasst es raus. Das ist Wahnsinn. Digga, wie die mich hassen. Am nächsten Tag waren die bei uns zu Besuch. Ich komme nach Hause, betrete den Flur. Ihre Freundin Kathi läuft an mir vorbei. Oh mein Gott, du widerst mich an. Und dann gehe ich ins Wohnzimmer, sitzen die im Kreis wie so ein fucking Hexenzirkel. Hat nur noch gefehlt, dass ein Bild von mir in der Mitte ist mit einem fucking Dartpfeil in der Fresse, Alter. Dann habe ich gefragt: Ladies, was habt ihr denn heute noch vor? Und dann schreit Sandra: Wir gehen joggen, um unser Fett abzubauen. Und man sollte meinen, ich hätte aus meinen Fehlern gelernt. So. Daraufhin meinte ich: Sandra, gute Idee. Dein Freund Matthias meinte, er fände es gut, wenn du ein bisschen mehr Sport... Ich erreiche Sandra seitdem nicht mehr und das ist... Aber ich bin mittlerweile 36, Digga, und ich muss auch, ich bin der Vater eines wundervollen Jungen. 11 Jahre alt, ich liebe meinen Sohn über alles. Aber seien wir ehrlich, Köln,
seien wir ehrlich, die Kinder heute sind ganz anders als wir damals. Er ist 11 Jahre alt und zum ersten Mal in seinem Leben verliebt. Oh. Digga, als ich 11 war, habe ich draußen Fußball gespielt. Ich bin auf Bäume geklettert. Ich habe mit Tamagotchis gespielt. Kennt ihr noch Tamagotchis? Ja? Diese kleinen elektronischen Geräte, die musstest du tagtäglich füttern. Wenn die nichts zu fressen bekommen haben, sind die elendig verreckt, Digga. Und ich bin auch voll der krasse Muslim. Jedes Mal, wenn Ramadan war, habe ich die mitfasten lassen. Die haben es halt nie geschafft, sind Ungläubige. Was willst du machen? Ist halt einfach. Jedes Mal, wenn er aufgeploppt ist, ich habe Hunger, habe ich gesagt, vertrau auf Allah, Allah. Und er ist verliebt, Dicker, in Luisa, Klassenbeste. Da war ich ein bisschen beruhigt, er steht auf die Intelligenten so. Letztens habe ich ihm gesagt, Schatz, lad doch mal Luisa zu uns zum Essen ein. Oder wir können auch gerne ins Kino. Ich setze mich auch ganz hinten hin, dann bin ich dir gar nicht peinlich. Da sagt der kleine Hosenscheißer, Papa, ich würde Luisa gerne in die Altstadt einladen zum Sushi essen. Why, Playboy? Schatz, meinst du nicht, ist ein bisschen übertrieben? Ich meine, reicht denn dein Taschengeld dafür aus? Da sagt der kleine manipulative Hosenscheißer etwas, was mich selten so sehr getroffen hat. Papa, ich bin zum ersten Mal verliebt in meine erste große Liebe. Ich glaube nicht, dass mein Vater mich hängen lässt. Und er möchte auch kein Komiker werden, er möchte Feuerwehrmann werden. Ja, geiler Job. Habe ich ihm gesagt, Schatz, lass uns doch einen Kompromiss treffen, werde doch einfach ein lustiger Feuerwehrmann. Papa, wie soll denn das gehen? Ich kann doch nicht Menschen lustig das Leben retten. Warum nicht? Rettst du aus dem Feuer und schubst wieder rein. Verarscht, ja. Und alles, was für uns damals normal war, ist für die undenkbar. Alter, wahre Geschichte, Köln, wahre Geschichte. Letztens habe ich meinem Sohn einen Brief in die Hand gedrückt, mit der Bitte, diesen in den Briefkasten zu schmeißen. Wir haben damals für unsere Eltern permanent Briefe verschickt, Amt, Krankenkasse, was weiß ich. Er schaut mich an, als würde ich eine fremde Sprache sprechen, Alter. Woher soll er das auch wissen? Stadtkind hat noch nie in seinem Leben Postboten gesehen, Alter. Ich, Junge, stell dich nicht so dumm an, der Brief muss in den Briefkasten. Papa, ich verstehe nicht, der Brief muss in den Briefkasten. Köln, ich schwöre euch bei allem, was mir heilig ist. Er geht raus aus der Wohnung, im eigenen Treppenhaus einfach runter und wirft den Brief in unseren eigenen fucking Briefkasten, Alter. Am nächsten Tag mache ich den Briefkasten auf, ist mein eigener Brief. Und ich, Vollidiot, mach den auch noch auf, um zu schauen, was ich schreibe. Vielen lieben Dank, Köln. Danke, ciao. Ozan, ja, ran. Riesengroßer Applaus, Basti Bielendorf. Ich bin nicht in die Krankenpflege gegangen, sondern ich bin Komiker geworden, was ehrlich gesagt für alle Beteiligten überraschend ist, weil ich bin kaum in der Lage, meinen eigenen Namen auszusprechen, ohne in Reihe 7 zu rotzen. Es tut mir sehr leid. Das ist Teil des Programms heute. Es ist nun mal so, ich heiße Basti und ich lisple. Mehr kann man vom Schicksal gar nicht gefickt sein können. Mein Vater hat mal gesagt, wenn ich ein Mädchen geworden wäre, hätten sie mich Sissi genannt. Ich hatte einen Mitschüler in der Grundschule, der hieß Lutz, der ist heute noch traumatisiert. Und natürlich sagen die Leute immer, ey, Bielendorfer, wenn du von Menschen sprichst, hast du mal einen Logopäden gesehen oder was? Oh, ich habe einige kaputt gemacht. Ich habe letztens noch mein erstes VS-Tape 1989 gesehen, heimlich gefilmt beim Logopäden. Der kleine Basti sitzt da, 5 Jahre alt, Latzhose, mir ging meine Frau mit so einem Pagenschnitt, in der Mitte zwischen uns eine Schale mit Smarties. Und für jede richtige Übung bekam ich einen Smartie. Und die erste Übung war, sie sagte, der Zug macht und ich sollte ergänzen, tsch, tsch, tsch. Und ich habe diese arme Frau schon beim ersten Versuch durch die Rotze-Waschstraße geschickt. Die sah aus, als wenn sie in einem Hurricane sitzen würde, wirklich. Und dann sieht man auf dem Tape, wie die Logopädin sich umdreht. Und ich wusste ja nicht, dass es gefilmt wird. Und da kamen meine Hauptinstinkte. Gerne labern, viel fressen durch. Weil der kleine Basti auf diesem Tape keine Sekunde zögert, über den Tisch greift, die Schale mit den Smarties nimmt und sie sich komplett ins Maul gießt. Und dann hat diese Logopädin einen fundamentalen Fehler gemacht.
guckt mich an und sagt, der Zug macht. Die hat heute noch braune Kontaktlinsen. Die Frau ist traumatisiert. Versuchen die immer noch, chirurgisch die Smarties aus den Ohren zu machen. Köln. Der nächste Künstler, der jetzt kommt, der schließt für mich ein kleines bisschen einen Kreis. Weil der erste Auftritt, den ich jemals als Komiker hatte, war auch der erste Auftritt, den er jemals als Komiker hatte. Im Sub Rosa in Dortmund, vor mittlerweile 14 Jahren. Ich war irgendwas um die 16, er war irgendwas um die 48. Er ist einer der wortgewandtesten und witzigsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Und nebenbei ein Kollege, den ich auch Freund nennen darf. Bitte, rastet aus. Für den Mann, der aussieht, als wenn er bei Santiano Akkordeon spielen würde. Thorsten Sträter! Danke. Danke. Reicht. Vielen Dank. Willkommen im Innern des Todessterns. Ich freue mich, dass ich überhaupt hier bin, oder? Ich alter Opa. Ich wollte 2015 schon unbedingt zur XXL Comedy Nacht. Das fand ich geil, so eine Mixshow, toll, riesig. Und dann haben die von 1 Live gesagt, wirklich, ist ein bisschen alt. Jetzt haben sie 8 Jahre gewartet. In der Hoffnung, dass sich irgendwas verbessert, da bin ich. Knickknack. Ich kann mich echt nicht mehr anpassen. Dann haben sie geschrieben, bitte keine dunkle Kleidung. Ja, okay. Gern. Die Skimaske komplett weggelassen. Was für Musik ich haben will zum Auftreten? Ich sag Jurassic Park. Ich möchte gerne die Musik und eine angeleinte Ziege, wenn das geht. Scheißdreck. Das ist toll, beeindruckend, echt. Ich weiß, für die Jüngeren hier, TikTok, Nasen. Ich weiß, dass ich aussehe wie ein zerfickter Gothic-Weihnachtsmann. Man kann mich buchen ab Dezember. Ich komme zu asozialen Kindern durch den Kamin, bin aber zu fett, bleibe stecken und verbrenne. Ich arbeite noch am Konzept, das ist absurd. Macht lustig. Wo wollen Sie hin? Ich darf mich nicht. Meine Mutter ist tot. Primär tot, aber jetzt schon 10 Jahre. Also in Woche genau 10 Jahre. Das ist jetzt nichts. Ja, ich weiß, dass das ein Stimmungskiller ist. Tut mir leid. Aber ich weiß, dass jetzt kommen Sie. Ich habe es ja verarbeitet. Sie werden auch drüber wegkommen. Sie kennen ja meine Mutter gar nicht. Ich will nicht sagen, seien Sie froh. Weißt du? Meine Mutter war schon cool. Also alles, was ich weiß, habe ich von meiner Mutter gelernt. Echt. Oh. Die hat immer gesagt, Thorsten, wenn du auf der Toilette warst, dann benutz bitte wenigstens ab und zu die Klobürste. Und das habe ich immer gemacht. Und das war dann wochenlang entzündet. Du hast Creme drauf gemacht. Das war die allerletzte Scheiße. Aber ich bin der, der ich bin. Weil meine Mutter ist tot. Hören Sie noch zu? Ich bin der. Finden Sie gut, ne? Ja. Ich finde es auch traurig. Aber es ist auch... Diese ganze Trauergeschichte ist sehr seltsam behaftet in Deutschland. Schon Trauer anzeigen. Der Herr hat ihn zu sich genommen. Mit Pommes und gemischten Salat? Was ist das für eine Formulierung? Der hat ihn zu sich genommen. Zahlen. Mach 19. Scheißdreck. Nee, meine Mutter hat mir wirklich viele Dinge mitgegeben. Viele Dinge, die viele junge Leute nicht mehr kennen. Das ist ja auch mit meiner Aufgabe tatsächlich. Die hat Dinger. Es zieht wie Hechtsuppe. Das ist Weltkulturerbe, kann ich Ihnen sprachlich aber nicht mehr vermitteln, weil ich nicht weiß, wie Hechtsuppe schmeckt. Oder schlimmer, haben wir Säcke vor der Tür? Ich habe da stundenlang gestanden und dachte, die Tür ist gerade auf, ich kann gucken gehen. Klatsch! Häusliche Gewalt, das war damals noch Hänseln.
Und dann, meine Mutter hatte, wir hatten eine Lampe. Ist vielleicht ein harscher Themenwechsel, aber wir hatten eine Lampe. So weiter. Nein, wir hatten eine Lampe. 20 Watt oder wer? Wer Watt? Wissen Sie, wer das ist tagsüber Volt und bei Vollmond? Bullshit. Wir hatten eine Lampe. Zuhören. Wir hatten eine Lampe. Hören Sie jetzt auf. Lassen Sie sich nicht. Wir hatten eine Lampe. Ich grüße mich selbst. Pflegestufe 2. Wir hatten eine Lampe. Ich drehe mich immer weg, unfreundliche Sau. Wir hatten eine Lampe im Wohnzimmer. Im Wohnzimmerbereich, wie der Amerikaner sagt. Darum, das spielt jetzt keine Rolle, war so ein Makramee-Schirm. Das kennen die Jüngeren gar nicht mehr. Makramee, so der Stacheldraht der Natur. Also Blut, Stigmata, Seil. Und daraus wurden in den 70ern sehr flache Eulen geknüpft, könnte man sagen. Sehr überaus flache, nicht sehr naturgetreue Eulen mit so Holzaugen. Und die hat man sich in die Bude gehängt, damit, wenn Besuch kam, die gleich wussten, aha, Idioten. So, so. Die Makramee-Eule war der Traumfänger der mental Schwachen. Die hing da und daraus war der Schirm, was keine Rolle spielt. Diese Lampe, ich glaube, diese Makramee-Leute gibt's nicht mehr. Das sind jetzt, die sind abgelöst worden von den Erfindern der Barfußschuhe. Daran zerbricht. Ich meine, ich verstehe, dass das deinen Füßen nicht gut geht, aber was genau? Warum ziehst du so Gummi, so mit einzelnen Zehen? Das triggert mich überaus. Dass so Leute kommen in so einem dreiteiligen Anzug, haben die Füße aber vom Schrecken vom Amazonas. So Schlobotter, Schlobotter. Wenn es dir nicht gut geht, bleib zu Hause. Mach Franz Brandwein drauf. Lampe. Wir hatten diese Lampe. Hier ist eine Uhr, die zählt rückwärts. Aber das macht sie bei mir schon länger. Ich hatte eine... Ich kann es spüren. Gleich so der Grimm-Geschnitter. Er mäht mich wie Gras. Weiter. Wir hatten eine Lampe und diese Lampe, die man ja im Volksmund, wer auch immer das ist, das ist genau wie Augenweide. Das ist aber eine Augen. Können Sie sich das vorstellen? So ein ganzes Gebiet mit so nässenden Augen. Wer geht da durch? Wir haben eine Augenweide. Jeden Morgen mit so Tröpfchen. Entzündet. Lampe. Diese Lampe. Ist Ihnen das zu durcheinander? Ich jetzt. Und vor allen Dingen, ist Ihnen das zu albern? Das wäre mir schon wichtig, das nicht. Ich möchte nicht, dass Sie denken, ich mache nur dämliche Wortspiele. Sie wollen schon schnelle Comedy und ich sehe viele Gesichter, Sie haben da keinen Bezug zu. Da habe ich keinen Bezug zu, sage ich übrigens nur vor der Bettwäscheschublade. Kennen Sie das auch? Du stehst da und denkst, Kopfkissen ist da. Aber da habe ich keinen Bezug zu. Es sieht aus wie Scheiße. Nichts passt zueinander. So. Ist gut jetzt. So. Die Lampe war... Ich erzähle es. Diese Lampe. Und die Lampe war in den Worten meiner Mutter... Das große Licht! Das wissen viele gar nicht mehr, weil es jetzt Halogen gibt. Das oder anders. Wenn meine Mutter wollte, dass einer die Lampe einschaltete, trat sie in den Türrahmen, hinter ihr zwei Fanfarenspieler, keine Ahnung, wo die wohnten. Die, während sie schon mal anfing, so Apnoe-Stoß zu atmen, um zu schreien, die standen so im Hintergrund und leckten die Mundstücke an. Es wurde massiv Metall eingespeichert, während meine Mutter atmete und dann schrie: Mach mal das große Licht an! Und sofort setzte die Musik ein vom Phantom der Oper. War noch nicht komponiert bei uns. Und dann ging irgendein armes Opfer zum Tisch. Schlabock. Das war's. Unspektakuläre Geschichte letztendlich, aber mich hat's überaus beeindruckt. Wirklich. Ich bin davon so geprägt, da fährt eine Kamera. Ich bin davon so geprägt, ich werde einen Fantasy-Zyklus darüber schreiben. Drei Bände, die Chroniken von Das große Licht. Ist sprachlich nicht ganz sauber, das mache ich. Erster Band, Das große Licht. Zweiter Band, Das große Licht, die Gefährten. Da fahren dann zwei Elektriker mit dem Sprinter nach Oberholm und holen irgendwie Österklemmen, ich weiß es nicht. Und dann
Band 3 ist dann das große Licht 3, jetzt in groß, Klammer auf, 40 Watt, Klammer zu. Und dann... Das ist ein Kack. Wenn ich diesen Zyklus verkauft kriege, und davon muss ich ausgehen, schiebe ich einen Zyklus hinterher, das sind die Chroniken von Geh nicht durchs Gewischte. Das wird mega creepy, kann man schlecht erklären, wenn Sie es nicht kennen, aber das Gewischte. Die ganzen Knossi-Leute längst abgehängt. Das Gewischte. So, rechts so. Wer? Komm, lass. Was spielt das für eine Rolle? Es ist einfach, ich hänge mich an solchen Sachen zu sehr auf, echt. Mein Sohn indes, der ist natürlich nicht indes, das ist ein Frauenvorname. Mein Sohn, kolumbianisch, indes Consuela Marquez. Okay? Mein Sohn. Ich will aber auch nicht sagen, mein Sohn jedoch, weil ich finde, jedoch klingt auch unangenehm wie so ein hebräischer Herrenvorname aus dem Alten Testament. Finden Sie nicht? Und jedoch sprach zu Abel das Lamm. Mein Sohn ist ja jetzt egal, wie er heißt. Rumburak. Nehmen wir irgendeinen Namen. Der rote Power Ranger, mein Sohn. Das ist völliger Schwachsinn. Mein Sohn ist 20, ist 20 Jahre alt. Und hat Abitur gemacht, da habe ich geweint. Ich habe ja kein Abitur. Man merkt es kaum, aber ich habe, doch, Kameramann, ich habe kein ADHS, ja, aber Abitur, ich habe keinerlei, keinerlei, ist gut jetzt. Keinerlei Abitur und ich bin sehr, sehr stolz auf meinen Sohn, was ja egal ist, er studiert in Bochum vor sich hin. Mein Sohn hat am Tag seines 18. Geburtstags seinen Führerschein bestanden, was für mich auch vollkommen, da war ich fertig mit der Welt. Unfassbar. Also im ersten Anlauf. Ich habe noch nie irgendwas im ersten Anlauf geschafft. Noch nie. Ich habe Führerschein gemacht bei der Bundeswehr. Das ist so eine Art Armee. Viel zu Fuß unterwegs in letzter Zeit. Und die... Da war ich in der Fahrschule der Bundeswehr und ich hatte um 11 Uhr morgens praktische Prüfung in der Innenstadt von Hannover mit der Bundeswehr und um 11.04 Uhr war ich durchgefallen. Und der Prüfer hat gesagt, wir machen um 12 Uhr noch eine Prüfung, die brauchen dich morgen als Fahrer. Sonst hätte ich noch keinen Führerschein. Bin schon stolz auf meinen Sohn. Ich kann über meinen Sohn aber streng genommen nicht reden. Das ist ein Problem. Ich habe zwar auch nicht mehr viel Zeit, aber ich kann nicht über ihn sprechen. Denn mein Sohn rief mich an, letztes Jahr, im Juni, das ist Englisch und heißt du weißt, aber woher die Geschichte kommt jetzt erst, es kann auch der Juli gewesen sein, was übrigens auf Englisch du lügst heißt, aber die Geschichte stimmt. Mein Sohn, welch unnötiger Einschub, hat mich angerufen und gesagt, Puppe. Ich sag, ja, Filius. Ich hab keinen Bock mehr, in deinem Programm vorzukommen. Ich sag, warum das? Das ist doch mit so viel Liebe von mir geschrieben und auch mitgehört. Ja, aber ich hab einfach keinen Bock mehr. Ich sag, aber du musst mir doch einen Grund nennen, warum du nicht mehr vorkommst. Ich hab keinen Bock mehr, respektier das. Ich sag, ja, immer respektier, respekt da. Sag mir doch den Grund, ich will einfach nicht mehr vorkommen. Ich sag mir, warum? Und er sagt, ich finde, du machst mich scheiße nach. Und ich sage, das stimmt nicht. Ich bilde dich so ab, wie du klingst. Das ist 1:1, undankbare Scheißplagen. Echt. Und das stimmt. Ich bin trotzdem stolz auf meinen Sohn. Ich bin sehr, sehr stolz auf meinen Sohn, muss ich echt sagen. Ich verstehe ihn halt nicht mehr. Der hat Abitur, der kommt aber trotzdem bei mir rein und sagt, jetzt gottlos Pommes ballern. Eines Tages wird mir jemand sagen, was er meint. Warum gottlos? Das ist hier die Frage, oder? Warum dieser ungute, sakrale Unterton? Die Bibel kommt schon viel zu oft vor hier. Wieso gottlos? Ich mache keine Witze über Religion. Ich mache vor allen Dingen keine Witze über ihren Glauben. Ich finde das toll, wenn sie was glauben. Ich glaube ja nichts.
Ich warte auf Updates. Ich glaube an nichts. Ich finde das toll, wenn Sie an Gott glauben. Ich kann das nicht. Ich halte mich selber für zu nice, um an irgendwas zu glauben. Aber ich weiß, ich werde bald gläubig werden. Sobald ich körperlich, weißt du, so noch 2%, sobald mein Hausarzt sagt, Zeitung würde ich abbestellen, werde ich mir mehrere Katechismen. Ich werde gläubig auf den letzten 20 Wochen, das schwöre ich dir. Ich will in den Himmel, ich will nicht in so eine namenlose Schwärze für Atheisten, ich will in den Himmel, durchs Himmelstor rein, meine Mutter, haben wir Säcke vor der Tür und dann gehe ich wieder. Hölle, was weiß ich. Das ist gottlos. Ich habe auch die Bibel gelesen, also kurz, ich habe quer gelesen. Blinkist, ich habe die Bibel. Da sind schon Sachen drin, wo ich sage, das geht mir hier rein. Daraus, aber es geht rein. Komm, die Sache mit den Speisungen der vielen. Der eine Fisch, den Jesus an die Jünger gibt und der reicht für Tausende. Ich kenne das von der Kirmes, wenn ich mir da so ein Stück Vierkantrochen reinzimmer mit Remoulade, schön Fritteusenware, wenn ich dann auf den Breakdance gehe, kann ich ebenfalls Minuten später einen Fisch unter Tausenden von Menschen. Kein gutes Beispiel. Es steht auch Blödsinn drin. Diese Moses-Geschichte ist vollkommen stumpf. Wem willst du das erzählen? Steht Opa da in seinem Kaftan im Meer und teilt das. Weißt du? Ich habe das gelesen und habe zuerst gedacht, ey, im Leben kann ein alter Mann nicht so lange das Wasser halten. Das war der erste Gedanke. Aber davon abgesehen ist man ein guter Junge. Mein Sohn ist wirklich toll. Mein Sohn spricht nicht gut Deutsch, finde ich, aber Englisch. Respekt. Was die für Englisch mitkriegen. Mein Sohn spricht fließend Englisch. Ich spreche so mittel, so, ne? Ich verstehe alles. Don't be afraid, sei kein Fred. Sowas weiß ich, aber ich hab... Mein Sohn spricht zu gut Englisch. Ich habe mit dem eine Serie geguckt, die heißt The Boys, gibt's auf Amazon, oder? Dysfunktionale Superhelden. Richtig krank, gewalttätig, schön erzählt. 3 Staffeln, The Boys. Und dann haben wir die geguckt, 3 Staffeln, und dann sagt er, wann kommt die 4. Staffel? Ich sag, wofür hältst du mich? Rara Rasputin, Kacke ohne abzuziehen, woher soll ich das wissen? Du hast doch mit Amazon gearbeitet. Ich sag, ja stimmt, ich hab Last One Laughing gemacht, warte, ich rufe in Hollywood an, die sollen sich mal nur mal einen Riemen auf die Orgel legen, stell mal zu Homelander durch. Ich sag, weiß ich doch nicht, wann das kommt. Das wird bestimmt noch ein Jahr dauern oder 2. Ich sag, ja, gewiss, Sohn. Dann hat er mich 4 Wochen später angerufen, wirklich. Und er sagte, Papa, das ist raus. Die haben komplette Spin-off gemacht von The Boys. Die zeigen die ganze Staffel komplett durch. Ich sag, nein. Doch, das heißt The Man. Ich sag, das heißt nicht The Man. Die können das nicht The Man nennen. Das sind ja keine Kinder. Deswegen heißen die ja nicht The Boys. Ich will es nicht unnötig kompliziert machen. Aber dann nennen die ja nicht The Man, weil die erwachsen sind. Die waren ja schon. Doch, das kommt The Man. Ganzen Abend. Ich sag, schick Bild. Er schickt mir das Bild und da stand Themen. Und das... Es war ein Themenabend auf Arte und ich wollte ihm den Spaß nicht kaputt machen. Er hat irgendwas über Sittiche geguckt in Schwarz-Weiß mit französischen Untertiteln. Jeder, wie er meint, spricht sehr gut Englisch. Mein Sohn kommt aber jetzt nicht mehr vor. Das geht nicht. Tut mir leid. Mein Sohn... steht jetzt auf eigenen Beinen. Er hatte früher Leihbeine vom Sanitätshaus Schropotnik. Die mussten mir zurückgeben. Und dann hatte ich den 4 Wochen auf Stümpfen zu Hause. Das ist ja, das ist kein Spaziergang wegen der Stümpfe. Und dann hat ein Kollege versucht, das mit einem 3D-Drucker zu machen, aber da kriegst du die Jeans nicht drüber, der ging wie ein Storch im Salat, das war für keinen. Und jetzt steht er endlich auf eigenen Beinen. Die habe ich von Körperwelten, die werden halt nicht warm. Ich kann mich da jetzt nicht um jeden... Was ist unter? Tut mir leid, das ist Sprache. Ich kann mich da stundenlang hochziehen an diesem Phrasenblödsinn, weißt du? Das ist das. Sobald ich irgendwas Bescheuertes höre, ich kann, ne, ich sehe einen Kamerawagen oder ich sehe irgendeiner redet was, ich kann das nicht loslassen. Das ist genauso wie trivialste Begriffe.
Ich brauchte mal einen Reißverschluss. Ich war in einem Laden, brauchte einen Reißverschluss. Hatte mir eine Strickjacke umgenäht, jetzt spare ich ihn jetzt. Also könnte ich Ihnen erzählen, ich bin Schneider, aber was soll das jetzt? Ich habe eine Strickjacke gekauft, der Reißverschluss war zu lang, dann habe ich die aufgetrennt, ein Vlies rein und dann habe ich da eine Naht habe ich drüber gesteppt, also mit der Maschine nicht. Das hält ja nicht. Ich habe da so eine Steppnaht gemacht und dann brauchte ich jetzt, hören Sie zu, einen kürzeren Reißverschluss. Und dann bin ich in den Nachbarort gefahren, in einen Kurzwarenladen, der dafür erschreckend tief ist. Kein richtig gutes Wortspiel, aber ich ging in diesen Kurzwaren. Sie wissen, was das ist, oder? So viel Handarbeitsbedarf. Ich werde auch so einen Laden aufmachen, so einen Strickladen. Ich nenne den Komme, was wolle, aber soweit ist es noch nicht. Ich bin in diesen Laden rein. Schlecht. Wandte mich an die Verkäuferin und sagte, Tach, ich brauche einen Reißverschluss, 45 cm lang. Und die Verkäuferin sagte, ich bin neu hier. Die Chefin macht bei uns den Reißverschlussverkauf. Und ich dachte, das Wort gibt's auch gar nicht. Was für ein Reißverschlussverkauf? Wie minutenlang habe ich da gestanden? Der Reißverschlussverkauf? Ich kann das nicht, ich bin ein bisschen dumm. Falls Sie sich fragen, wer hat jemals gegoogelt, wie viele PS haben Pferde? Weil ich dachte, fette Pferde haben vielleicht 1,7 PS. Das ist ja alles im Bereich des Möglichen. Dumm. Ich habe jahrzehntelang gedacht, es gibt in Hawaii gibt's ein Strandgebiet, das heißt Waikiki. Und ich dachte sehr lange, das wäre Englisch für, warum ein Huhn? Aber ich stand da und dachte, der Reißverschluss. Und dann vor allen Dingen, weißt du, Reißverschlussverkauf. Und als ich lange genug darüber nachgedacht hatte, dachte ich, wenn ich jetzt einen Reißverschluss im Reißverschlussverkauf kaufe, ist der dann billiger. Stoß mir einfach einen glühenden Draht durch Ohr ins Gehirn. Aber es gab, ich denke, dann habe ich das gefragt. Ich sage, hören Sie, Sörensen, ja, hören Sie. Wenn ich jetzt einen Reißverschluss im Reißverschlussverkauf kaufe, ist der dann billiger. Und die Verkäuferin erwiderte kaum, das wäre der Reißverschluss-Schlussverkauf. Merken Sie, wie es hilft? Vielleicht, für mich wird es vielleicht Zeit zu gehen. Ich parke auch in zweiter Reihe. Schönen Abend noch. Thorsten Sträter! Was eine Kacke. Ja, meine Lieben. Wir haben ja jetzt heute Abend viele Menschen hier. Und ich habe vorher gesagt, wir müssen das auch ein bisschen erden. Wir müssen ein bisschen weniger vulgär da dran gehen. Deswegen jetzt einfach mal eine Frage an die ersten Reihen. Wer hat denn seine Eltern schon mal beim Bumsen erwischt? Einmal aufzeigen. Oh, da vorne die Lady. Das ist ja, oh, du hast aber, so hat sie noch nie angemeldet. Ja, das war super. Ich habe Handy geholt. Hallo, junge Frau. Wie heißt, ja, du bist selber schuld, du hast hier gebrüllt, was hast du denn erwartet? Wie heißt du denn? Jenny. Hallo, Jenny. Möchtest du uns von diesem Erlebnis anonymisiert erzählen? Anonym, also im weitesten Sinne. Ich habe letztens in der ersten Reihe, zeigt einer auf, ich sage, möchtest du anonym davon erzählen? Und der Typ sagt, ja, anonym ist schwierig, meine Mutter sitzt hier. Gesagt, ja gut, dann kriegen wir es aus zwei Perspektiven, ist auch schön. Jenny, was ist passiert? Wie alt warst du? Acht. Acht, ja, das ist ein Alter, wo man sich ein Leben lang dann dran erinnert. Schön. Ja, war toll. War toll, aber was ist passiert? Urlaub oder Campingwagen oder einfach so? Was war der Anlass? Jenny, du kannst es ja anonymisieren. Nur so grundsätzlich. Jetzt werd doch nicht rot, es hört doch keiner zu. Zu Hause hinter der Tür. Ich habe es nicht gesehen, nur gehört. Du hast es nur gehört. Vielleicht hat sich Mutter auch nur den Fuß gestoßen, Jenny. Wir wissen es gar nicht. Seit vielen Jahren arbeitest du ein Trauma auf, was gar keins ist. Ich habe die tollsten Antworten schon bekommen von Leuten. Letztens meldete sich einer und sagte, wo hast du dich deine Eltern erwischt? Und sie, in der Reha. Ich sag, in der Reha? Oh ja, vielleicht ist das ja gut für Mutters Hüfte. Und dann sagt sie, in meiner Reha. Da war die Tochter in der Reha-Klinik, die Eltern haben sie besucht, zwei Bettzimmer. Und da haben die gedacht, ja gut, das eine Bett ist frei, Kassenleistung kann man mal knacken lassen.
Die beste Story, die ich je gehört habe, kam natürlich mal wieder aus dem Ruhrpott. Woher sonst? Man muss aber vorher einführen hier. Der Ruhrpott zeichnet sich dadurch aus, in jedem Wohnzimmer, das werden die Menschen, die aus dem Ruhrpott kommen, hier bestätigen, befindet sich ein Süßigkeiten-Schrank. Die Butze kann aussehen wie tippitoppi, wunderschön eingerichtet. Der Süßigkeiten-Schrank ist aus Eiche rustikal, riecht wie Oma unterm Arm und unten ist noch ein Reiter statt einem Twix drin. Und dieser Süßigkeiten-Schrank ist immer rammelvoll mit Süßigkeiten. Da meldete sich eine junge Frau und sie sagte dann im breitesten Ruhrpott-Dialekt, ich sag, wo hast du deine Eltern erwischt? Ich bin nachts wach geworden, habe ich Bock gehabt auf Toffifee. Ja, ist schön, diese kleinen Schokopralinchen mit Karamell. Und dann beschrieb sie, wie sie die eigenen Eltern beim Geschlechtsverkehr erwischt hat, in einer rhetorischen Feingliedrigkeit, die man sich kaum vorstellen kann. Rainer Maria Rilke würde weinen. Sie sagte original, ich zitiere wörtlich, da komme ich im Wohnzimmer und da ist der Vater auf der Mutter auf der Couch am Machen dran. Als wenn der ein Twingo reparieren würde, Köln. Und sie, ich hatte so Bock auf Toffifee, ich bin trotzdem gegangen. Weitermachen. Oh, guck mal, da ist noch ein Reiter. Jenny, du hast dir wahrscheinlich schon gedacht, warum ich dich überhaupt gefragt habe. Es gibt einen Grund, Köln. Jenny, du und ich, wir sind im weitesten Sinne Leidensgeschwister, denn auch ich bin durch dieses dunkle Tal geschritten, Köln. Es war ein kalter Herbstabend des Jahres 1997. Der kleine Basti war 13, saß im Videokeller. Dort hatten wir unseren Videorekorder. Ich guckte erbarmungslos einen Western mit Clint Eastwood. Um 23.55 Uhr hatte ich mir einen Wecker gestellt, bin ich die Treppe hochgeschlichen, weil mein Vater hatte in der Nacht Geburtstag und ich wollte ihn überraschen. Ich krieg nicht leise. Dann erstmal an den Kühlschrank das Törtchen, das ich gekauft hatte, rausgenommen, Kerze reingesteckt, angezündet. Dann stehe ich vor einem elterlichen Schlafzimmer und denke, wäre es jetzt nicht eine schöne Überraschung, die Tür des elterlichen Schlafzimmers aufzutreten, wie die Saluntür, in erbarmungslos. Und es war keine schöne Überraschung. Weil ich musste feststellen, dass da gerade erbarmungslos 2 inszeniert wurde. Und ich nicht der Einzige war, dessen Kerze brannte. Und dann bin ich mit meinem Törtchen in mein Jugendzimmer gegangen, hab mich auf meine Jugendcouch gesetzt, kurz überlegt, ob ich mit der WC-Ente jetzt die Augen auf den Kopf plöppeln sollte und das hier gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. 10 Minuten später. Die Tür meines Jugendzimmers öffnet sich. Dort steht mein Vater in einem Seidenbademantel meiner Mutter. Einem sehr, sehr kurz, außergewöhnlich kurz. Es sah aus, als wenn 2 Dackelköpfe kuscheln würden. Verschwitzt, schwer atmend, stand er dort im Seidenbademantel meiner Mutter. Kommt rüber zu mir auf die Couch und zwar so. Setz dich neben mich. Ich so, aah! Und ich wusste, mein Vater ist ein Mann des gesprochenen Wortes, ein Rhetoriker, hat Germanistik studiert. Er weiß ganz genau, jetzt würde das Gespräch zwischen uns beiden folgen, meine Aufklärung, das Gespräch über Bienen und Blümchen. Und ich wusste, mein Vater würde das mit dem Skalpell zusammengeschnitten haben. Ich wüsste genau, was er jetzt sagen würde. Und er guckt zu mir rüber, macht und sagt zu mir in aller Weisheit, nö, ich kann das nicht. Und geht! Das war meine Aufklärung. Danke, Köln. Der Grund, warum ich heute noch Jungfrau bin. Köln. Jetzt kommt die nächste Künstlerin des heutigen Abends. Ich möchte bitte, dass ihr sie mit der begeisterten Begeisterung empfängt, wie jeden Künstler des heutigen Abends bisher. Sie hat die XXL-Nacht auch schon einmal moderiert und hat sie komplett abgerockt. Das war der Hammer. Und ich hoffe, dass ich in ihrem Erbe stehe heute Abend. Bitte, Köln, könnt ihr jetzt ausrasten? Ich erwarte ausrasten für Tanne! Was geht ab, Köln? Oh, vielen, vielen, vielen Dank.
Schön hier zu sein. Ich weiß, ihr denkt auch gerade, hä, sah die nicht mal anders aus? Ja, stimmt. Ich habe mir die Zähne von Stefan Raab machen lassen. Nee, ich hatte tatsächlich früher rote, lange Haare, jetzt diese Kurzhaarfrisur. Und kurze Haare haben einen entscheidenden Vorteil. Frauen haten mich nicht mehr. Ne, weil Haare, das ist so das Ding bei Frauen. Ich stelle jetzt keine Gefahr mehr dar. Weil Frauen, weiß ich nicht, ohne lange Haare, das sind ja keine Frauen. Ne, wird dir suggeriert. Was sagen Männer im Publikum? Frauen mit kurzen Haaren? Ja, genau. Schwierig, ne? Aber was ist mit der? Alt? Oder Lesbe? Oder alte Lesbe? Ja, Das Ding ist, wenn du mit einer neuen Frisur ankommst, dann fühlen sich auch super viele dazu berufen, das direkt zu kommentieren. Hast du eine neue Frisur? Hast du die Haare geschnitten? Nee, die sind gerade in der Wäsche. Wann ist das doch offensichtlich? Und wenn es als rhetorische Frage formuliert ist, weißt du ja schon, die finden es scheiße. Hast du ein neues Kleid? Oder, ah, hast du abgenommen? Oder mein Liebling? Dir geht's aber richtig gut in letzter Zeit. Ne? Und uns geht's ja auch hier richtig gut. Ne? Ich meine, die Veranstaltung läuft schon 2 Stunden. Dafür seht ihr richtig frisch aus. Habt ihr schon was getrunken? Bisschen, ne? Ich muss sagen, ich bin jetzt über 30. Ich merke schon die Veränderung. Also feiern gehen geht nicht mehr so wie früher. Du musst es halt jetzt planen. Du musst jetzt freitags saufen, damit du samstags im Koma liegst, um wenigstens noch einen schönen Sonntag zu erleben. Das ist doch unfair. Mit 20 bin ich nach 3 Stunden Schlaf topfit wieder aufgestanden und habe gesagt, so Leute, weiter geht's. Sambuka-Frühstück, wen darf ich anzünden? Ich wollte den Alkohol eigentlich schon komplett dran geben, aber da hat eine gute Freundin von mir den entscheidenden Tipp gegeben und meinte, ja, also Tanja, was du machen musst, dann ist... Die ist leichte Raucherin. Also was du machen musst, ist jetzt ab 30 dir vom Saufen eine Grundlage schaffen. Ich sag, nein. Sie so, ja, ja, klar, ich esse immer eine Salami, Pizza und ein Glas Mayo. Das ist ein Game Changer. Ich sag, hast du noch mehr von diesen geilen Tipps? Ja, klar. Also der Kater am nächsten Morgen ist vergessen, wenn du dir einen Liter Hühnerbrühe trinkst. Schredderst im Pürierstab ein ganzes Submoon rein. Richtiger Game Changer. Kennen alle Claudia Obert? Für alle, die sie nicht kennen sollten, Claudia Obert ist so eine 60-jährige Unternehmerin, die gerne im Trash-TV rumspringt. Was die unternimmt, keine Ahnung, außer Champagner saufen. Die wird gerne bei Insta benutzt für so Memes, weil die immer so bescheuerte Sprüche raushaut. Dann steht die immer da. Life is a party. And no Campari, no party. Die ist eigentlich die weibliche, versoffene Hugh Hefner. Und die hat sich jetzt so einen richtig jungen Lover geangelt. 37 Jahre jünger. Das ist auch ein Game Changer. Da brauchst du auch keine neue Matratze mehr. Die hat ihm so viele Yves Saint Laurent Ketten und Armbänder umgehängt, die sind so schwer, der Arme kann gar nicht mehr weglaufen. Und dann saß die im Interview und meinte so, der ist mir zugelaufen. Als ich ihn sah, habe ich gedacht, oh, zum Draufhüpfen süß. Auf das, was ich liebe, ist Geld und die Männer. Ach, Claudia, ey. Das ist echt furchtbar, ne? Aber ich gestehe es, Leute. Ich gucke echt gerne Trash-TV. Aus Recherchezwecken. Ja. Ey, das hat wirklich harmlos angefangen, aber das ist mittlerweile eine Sucht. Ich komme da nicht mehr raus. Und ich habe Leute früher richtig verurteilt, die das geguckt haben, ne? Habe ich immer gesagt, widerlich, Gesindel, möchte ich nichts mit zu tun haben. Jetzt bin ich selber eine von denen, weißt du? Aber Reality-TV, das ist ja so Fast-Food für den Geist. Erst hast du richtig Bock drauf und danach ist dir einfach nur noch schlecht.
Du weißt, was du bekommst. Es schmeckt immer gleich, befriedigt die primitivsten Bedürfnisse, aber am Ende fühlst du dich so räudig und denkst dir, bah, wieso habe ich mir das angetan, ey? Und es lief Are You The One, ne, eins der Premium-Formate. Konzept ist, 20 Singles werden eingesperrt in eine Villa in Griechenland, die quer durcheinander bumsen. Ne? Ich glaube, richtig geil ist es auch nur für die Redakteure, die in der Nachbarvilla sitzen, sich zuprosten und denken, die sind dumm, wir sind geil. Und Claudia, so ist es. Und ich habe da so ein Gespräch verfolgt zwischen einem Mann und einer Frau. Es ging um Sex. Das hat mich überrascht. Ne? Das habe ich nicht kommen sehen. Auf jeden Fall sagte er zu ihr, also, ich habe da so einen Tick. Wenn ich mit dir schlafe, ist mir schon wichtig, dass nicht nur ich auf meine Kosten komme, sondern auch sie. Ja, safe. Safe, safe. 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 Also willst du mir sagen, du bist krass im Bett? Todes. Da habe ich auf Pause gedrückt. Bis hierhin die Unterhaltung, pures Gold. Alleine der Anfang. Ich habe da so einen Tick. Ein Tick. Diggi, weißt du, was ein Tick ist? Jemand war davon aus, er meinte nicht die medizinische Bedeutung. Unkontrollierbare Muskelkontraktion. Wobei, das wäre schon wieder richtig, ne? Das will er ja, dass die Frau später hat. Ja, gay. Aber Todes, das hat mich fertig gemacht. Todes. Das ist ein Superlativ, den habe ich in dem Kontext selten erlebt. Todes. Wenn du so geil bummst, dass du stirbst. Vor allen Dingen, wir wissen es ja noch gar nicht. Stirbt nur er, stirbt sie, sterben beide. Das ist ja noch offen. Aber es ging noch weiter, ne? Wir erinnern uns. Also willst du mir sagen, du bist krass im Bett? Todes. Todes. Warum? Weil du willst, dass ich auch komme. Ja, safe. Da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu. Alles, was du willst. Also hast du keine Grenzen, oder wie? Ja, man kann drüber reden. Beißen, kratzen, ziehen, würgen, Backpfeife. Da habe ich immer auf Pause gedrückt. Backpfeife? Ja, sicher. Mach mich horny. Baller mir mal richtig eine runter. Es ist jetzt der neue Standard, habe ich das Gefühl. Backpfeife, das ist jetzt so das internationale Zeichen für geht los. Ohne Backpfeife wissen die gar nicht, ob es überhaupt angefangen hat. Vor allen Dingen, was ist da sein Höhepunkt? Die Backpfeife des Todes? Und wie läuft das bei denen im Bett ab? Na, Gail, kannst du so ein bisschen ziehen? Ja, ziehen so, ne? Ja, Gail, zieh mal richtig. Oh, krass, Gail, okay. Ja, jetzt ein bisschen beißen, okay? Ja, beißen. Oh, Gail, okay, jetzt ein bisschen würgen. Ja, würgen so, ne? Aber du sagst Stopp, okay? Hallo? Hallo? Oh, ich hab gesagt, du sollst Stopp sagen. Ein anderer aus einem anderen Format hat immer gesagt, mein Sex ist geisteskrank. Da hab ich auch auf Pause gedrückt. Was ist das denn? Mein Sex ist geisteskrank. Was ist das für eine Aussage? Was ist geisteskranker Sex? Barbie und Gollum, was ist das? Wir wissen alle, was er meinte, ne? Seine geisteskranke Sex-Performance. Aber wenn die so gut ist wie seine Rhetorik, dann ist wirklich besser, wenn einer stirbt. Geisteskrank, Todes. Jetzt ist auch alles wild. Alles ist wild. Sprache ändert sich, logisch. Ich glaube, vor 20 Jahren haben uns auch alle ausgelacht. Weißt du, wie ich da rumgelaufen bin? HDGDL. ILDÜA. Ich habe auch immer gesagt, Hauptsache. Immer. Es hat nie gepasst. Immer Hauptsache. Hat mein Vater auch gedacht, Hauptsache, du hältst jetzt mal die Fresse. Aber es war irgendwie unschuldiger. Ich habe schon das Gefühl, jetzt ist alles so versext. Es geht gar nicht mehr um echte Intimität. Es geht nur noch um die Performance. Rim beim ersten Tinder-Date, kein Thema. Aber wenn der Apfel eine braune Stelle hat, wegschmeißen. Aber so ein fremdes Arschloch am Montag? Da freue ich mich jetzt schon auf den Dienstag.
gefühlt gibt es auch noch nur so zwei Positionen für Jugendliche. Weißt du, die einen sind irgendwie 12, sehen aus wie 25, haben schon Millionen Follower auf TikTok. Und die anderen sind in harten Identitätskrisen. Ich habe so einen Beitrag gesehen, da war so ein Mädel auf einer Demo, die wurde was gefragt. Und dann meinte sie so, ja hallo, ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin nebenbei auch ein Fuchs. Und in dem bin ich momentan 4 Monate alt. Da habe ich auch auf Pause gedrückt. Mein erster Gedanke war, Fuchs hat den Verstand verloren. Jetzt mal im Ernst, da hat es meine Eltern noch richtig gut getroffen. Bisschen lesbisch, mesbisch, dies, das, Todesgeil. Wenn die gewusst hätten, was Eltern heute durchmachen. Stell dir bitte dieses Gespräch am Küchentisch vor. Wenn deine Tochter vor dir sitzt und sagt, Mama, ich bin jetzt ein Fuchs. Was machst du da? Da kannst du doch nur Scheiße drauf antworten. Da sitzt du doch da als Mutter und sagst, ja, das ist schön. Deine Mutter ist nebenbei auch ein Toaster und hat gerade Frühstück für alle gemacht. Hä? Ob du dumm bist, habe ich dich gefragt. Vielen, vielen Dank, Köln. Dankeschön. Ich gucke ganz wenig Trash. Ich habe letztens nur Claudia Obert gesehen, wie sie da in irgendeinem Haus mit ihrem jungen Lover hat sie die Couch ausprobiert. Die anderen waren noch nicht da. Sie hat so, lass doch noch ein bisschen kuscheln auf der Couch. Und du sahst immer, wie er nach dem Küssen den Mund abwischte. Und man sah richtig in seinen Augen, wie er dachte, boah, Omas Fledermaushöhle, das muss heute nicht sein. Theoretisch, wir wissen es nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, so was wie Claudia Obert ein bisschen peinlich, aber gut, mir passieren auch ständig peinliche Sachen im Leben. Peinlichste, was mir je passiert ist, war auf den Seychellen. Schönen Urlaub da gemacht, wunderschöne Insel, da wohnen die Seychellos, die sprechen Seychello. Verstehst du nicht? Ist so eine Mischung aus allem Möglichen und Englisch kann kaum einer. Und dann war ich in einem tollen Restaurant von so einer Familie, ganz kleiner Laden, 2 Tische nur. Der Sohn war der Kellner, die Mutter war die Köchin, Vater war der Beikoch. Es gab eine Toilette für alle Gäste. Dann bin ich nach dem Abendessen auf Toilette gegangen, hab, wie sagt man das jetzt im Öffentlich-Rechtlichen, einen Bob in die Bahn gesetzt. Mir einfach mal einen aus dem Rücken geknetet. Kann ja passieren. Menschlich, ne? Abgewischt, abgezogen. Scheiße. Zieh nochmal ab, nix. Zieh nochmal ab, nix. Der blieb da einfach liegen, der Brezel. Ich denk so, oh, das ist jetzt nicht so gut. Ne? Dann kam ich auf eine geniale Idee und hab aus Toilettenpapier eine Art Sarkophag für die Wurst gebaut. Jetzt sah das aus wie eine ganz traurige Beefy Roll. Oder wie die kleinste Mumie der Welt. Ich denk so, ja, ich kann es ja nicht so lassen. Ne? Die werden ja wissen, wer hier das Klo verstopft hat. Gab nur ein Klo für alle. Ne? Ich war der Letzte, der drauf war. Ich guck durch die Tür, sehe ich schon meine Frau genervt auf die Uhr gucken. Ich so, okay, weißt du was, ist menschlich. Ich gehe zu dem Kellner hin, ganz leise, sag in meinem besten Englisch, excuse me, but I shitted the toilet kaputt. The sausage is not going, it's staying alive. The sausage is staying alive. Der guckt mich an wie eine Bushaltestelle in Hückeswagen. Aber man sieht in seinen Augen, dass er denkt, ja, aber meine Mutter, die guckt ja manchmal englische Serien. Holt er seine Mutter aus der Küche? Jetzt stehen wir zu dritt vor der Toilette. Gesprächskreis über meine Defäkation. Ich sag zu der Frau, sorry, but the snake will not swim. It's a resident snake. I don't know, I flush it, but no flushy. Die Frau guckt mich an und denkt, oh, was hat der Mann, was will der von uns? Aber mein Mann, der hat doch mal ein englisches Buch gelesen. Holt ihren Mann, jetzt standen wir zu viert da. Ich sag hier, no flushy in the toilet. The Snickers is not on the milk, what should I do? It's kaputt. Alle drei, ohne jeglichen Blick in ihren Augen, ich denk so, oh scheiße, komm. Ist egal, komm mit. Wir gehen zur Toilette. Ich zeige den 3 angebracht irritierten Seychellos das Ergebnis meiner Bemühungen, was wirklich wie etwas seltsame Aktionskunst aussah.
Die gucken mich ausreichend irritiert an. Ich illustriere ihnen das Problem, ziehe ab. Es macht Schumm und weg ist die Wurst. Und Köln, ich sag mal so, ich glaube schon, dass diese drei sympathischen Seychellos sich bis zum heutigen Tag fragen, warum dieser riesige, blonde Mitteleuropäer ihnen unbedingt seine Kackwurst präsentieren wollte. Dankeschön. Köln. Der junge Mann, der nun kommt, ist so jung, dass wir ihn faktisch aus dem IKEA Smarland abgeholt haben. Es könnte sein, dass Frauen in der ersten Reihe, wenn sie ihn sehen, die Milch einschießt. Er hat dieses Jahr den Nightwash Talent Award gewonnen und das völlig zu Recht, weil der Junge ist wirklich abartig witzig und er ist ein super lieber Typ. Ich freue mich wahnsinnig für ihn, dass er diese riesige Halle nach einem Jahr in der Comedy schon spielen darf. Bitte rastet komplett aus für Hassan Badiane! Was geht ab, Köln? Habt ihr noch Kraft? Geil. Ich stelle mich erstmal vor, ich bin Hassan. Hi, was geht ab? Ich bin 24. Ich komme aus Emden, aus Ostfriesland. Ich weiß, sieht man. Wirklich, meine Mama, die ist deutsch. Wirklich, die ist deutsch. Grünkohl essen deutsch, ohne Spaß. Ich war letztens auf Familienfeier und hab den Teller meiner Oma abgewaschen. Guck so auf die Rückseite und seh so ein Hakenkreuz. Auf dem Teller, nicht auf meiner Oma. Wirklich, ich bin direkt zu meiner Oma gerannt. Ich sag, Oma, was ist das? Und sie guckt sich so den Teller an und sagt so, Hassan, pack das gute Geschirr weg, Junge. Also was? Wirklich, ich hab letztens auf Familienfeier rausgefunden, dass mein Uropa bei der SS war. Ich denke mal, warum redet darüber keiner? Als ob so ein schwarzes Kind die ganze Familiengeschichte reinigt. Ja, es passiert, aber... Hm? Take one, give one, wir sind quitt. Das gleicht sich aus. Wirklich, manchmal stelle ich mir vor, es gibt heutzutage immer noch SS-Opas, die so vor Gericht gezerrt werden sollen. Haben wir davon jemand hier? Wenn die mit so einem schwarzen Kind in den Gerichtssaal kommen würden. Das wäre wie bei UNO, diese Reverse-Karte, Alter. Ich glaube, so ein Nazi-Opa wüsste gar nicht, wie man so ein schwarzes Kind hält. Der wäre so... Was soll ich gemacht haben? Niemals. Ja, ja, ich komme gleich. Ich lege eben den kleinen Engel weg. Das hat mich sehr geprägt, ich bin ehrlich. Aber das, was mich am meisten geprägt hat, das ist wirklich meine Mutter. Weil meine Mutter ist ein riesiger Xavier Naidoo-Fan. Hör auf, Mama. Und ich weiß, der geht gerade durch eine harte Phase. Das Problem ist nur sie auch. Wirklich, egal was Xavier macht, meine Mutter nimmt ihn in Schutz. Sie ist immer so, ja, der meint das nicht so. Ja, keine Ahnung, Mama, ich glaube, der meint das so. Wirklich. Egal, was Xavier macht, seit ich klein bin, wirklich. Xavier Naidoo ist mein Erzfeind, seit ich 6 bin. Mit 6 Jahren hing ich am Küchentisch und dachte so, wenn noch ein Lied deine Lippen verlässt. Mit 8 wurde mir klar, dieser Weg wird kein leichter sein. Wenn dann alle kommt, einmal komm. Ja. Wirklich. Egal, was ich mache, ich habe letztens vergessen, den Müll rauszubringen. Meine Mutter kam so zu mir und sagt, du planst doch was. Ich sage, hä? Warum darf ein Xavier machen, was er will, aber ich nicht? Und ich verstehe das nicht. Egal, was ich mache, meine Mutter tut so, als ob ich das plane. Ehrlich. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile, woran das liegt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich ein sehr dummer Junge war. Und es gibt den Moment in deinem Leben, da fällt dir auf, dass du dumm bist. Ich weiß, ihr kennt das auch, tut nicht so.
Durch die erste Reihe sind so überschlagen hier. Ach, ich? Nee, Ivo. Hör auf. Ich weiß, ihr kennt das auch. Wirklich, bei mir war es, ich war noch klein, da ist mir aufgefallen, dass ich dumm bin. Meine Mutter war im Urlaub. Ich war 10 Minuten alleine zu Hause. Ich saß auf Klo und hab Klopapier angezündet. Da wurde es mir bewusst. Also krass, ich bin dumm. Ich war überrascht, ich wusste vorher nicht. Wirklich? Und ich dachte so, ey Aslan, du musst damit aufhören, du kannst deine ganze Familie umbringen, lass es. Und 10 Sekunden später hatte ich wieder so eine dumme Sekunde. Ich drehe mich so um, hänge ich mit so einem Feuerzeug an der Gardine. Ich denke mir, was passiert hier? Aber auch direkt wieder aufgehört, geh zum Waschbecken, wasch mir die Hände. Auf einmal höre ich so, ich gucke nach rechts, die ganze Gardine steht in Flammen. Ich nehme die Gardine ab, Hälfte brennt ab, fällt auf den Teppich, Teppich brennt. Ich dachte, okay, ich bin gefickt. Wirklich, ich nehme so alles auf, schmeiß das in die Dusche, um das zu löschen. Dachte, okay, Problem gelöst. Einziges Problem, so ein riesiger schwarzer Rußfleck an der Wand. Aber ich dachte mir, ich löse das, wie jedes Kind das lösen würde. Ich lüge das einfach weg, gar kein Ding. Wirklich mal, das war mein Plan. Ich sage, ja, ich gebe es nicht zu, das wird schon passen. Meine Mutter kam aus dem Urlaub, läuft ins Wohnzimmer, guckt ins Badezimmer, sagt, was ist das? Ich war so, was ist was? Ich denke, so weit, so gut, das checkt ihr niemals, Alter. Hat sie mich so direkt gepackt, sagt, was ist das, Aslan? Ich sage, Mama, ich kann das erklären. Du wirst es nicht glauben? Aber Xavier Naidu war gerade hier und hat diese Gardine angebracht. Meine Mutter hat so direkt den Griff gelöst. Ich so 2 Schritte nach hinten gegangen. So, okay, der Xavier. Das wusste ich nicht. Also was? Ich sag, ja, der geht gerade durch eine harte Phase. Ich sag, Mama, hör auf damit. Wirklich, egal was. Aber es gab noch mehr Momente in meinem Leben, wo mir aufgefallen ist, dass ich dumm bin. Zum Beispiel in der Schule. Ich hatte viele Momente in der Schule. Wirklich, ich hatte diesen einen Jungen in der Klasse, der immer die ersten beiden geschwänzt hat und damit durchgekommen ist. Ole, ich habe ihn gehasst dafür. Ich kam in den Klassenraum und ich habe gesehen, sein Stuhl steht noch oben. So aus der Pause. Ich dachte, der kann alles machen, was er will. Wie kommt er damit durch, Alter? Wer ist das? Xavier Naidoo oder was? Dann habe ich einmal so einen Fußball genommen. Nehme mir so einen Ball hin. Nimm so Anlauf. Ich sage so zu der Klasse, ey, soll ich den Stuhl runterschießen? Alle so, ja, mach, mach. Ich nehme Anlauf, ich schieße den Ball. Der Ball fliegt in den Stuhl. Prallt ab, fliegt durchs Fenster. So ein kreisrundes Loch im Fenster. Ich habe Panik bekommen. Aber Jacqueline, die kleine Petze, die hat noch mehr Panik bekommen. Sie hat direkt so Schnappatmung bekommen. Sie sagt so, Aslan, ich muss das melden. Ich sag, Jacqueline, beruhig dich. Aber sie hat sich so immer weiter reingesteigert. Wirklich, sie kam so runter zu mir auf Augenhöhe. Sie sagt, Aslan, mir sind da die Hände gebunden. Ich muss es leider melden. Ich hatte Todesangst. Ich bin direkt mit so einem Stein zum Fenster gerannt. Hab so die ganze Restfensterscheibe rausgeschlagen. Dachte, Rest lüge ich einfach weg. Gar kein Ding. Und es hat einfach geklappt. Vielleicht, weil wir Sommer hatten, aber es hat geklappt. Und ich dachte, ich komme damit durch. Ich habe einfach vergessen, dass irgendwann Winter kommt. Wirklich, irgendwann im November haben wir so eine Klassenarbeit geschrieben. Meine Lehrerin kommt in den Raum. Das ist so kalt hier, oder? Jacqueline war ready, die hat darauf gewartet. Sie sagt, ja, kalt, es zieht, es zieht. Ich bin mir Schlampe, Alter. Während der Klassenarbeit läuft meine Lehrerin durch den Raum. Niemand schreibt. Sie läuft durch den Raum. Alle gucken auf sie. Irgendwann steht sie so vor dem Fenster und guckt so eine halbe Stunde lang durch dieses Fenster. Irgendwann guckt sie so auf ihre Hand. Und wieder durchs Fenster. Und schiebt ihre Hand so ganz langsam durch dieses Fenster. Jacqueline war ready. Die hat darauf gewartet. Sie sagt, Frau Carsten, ist Folgendes. Ich bin direkt eingesprungen. Ich sage, ja, sie werden es nicht glauben. Aber Xavier Naidoo war gerade hier und hat diese... Ey. Aber ich habe die Schule trotzdem gut überstanden. Ich war motiviert, weil ich hatte einen Traum. Habe Studenten hier, einmal klatschen? Was? Oben ganz schön dumm. Keine Ahnung. Wirklich, ich hatte einen Traum. Und mein Traum, das war BAföG. Bis ich gemerkt habe, ist gar kein Studiengang. Ich dachte, scheiße, habe mich für irgendwas eingetragen, damit ich BAföG bekomme. Und das Ding ist, ich musste diesen Antrag ausfüllen. Und dieser Antrag, die wollen alles von einem wissen. Wirklich, die wollten wissen, ob mein 6-jähriger Bruder berufstätig ist. Also keine Ahnung, wir reden nicht viel, kann sein. Er wollte zu VW, vielleicht ist er bei VW, ich weiß es nicht. Wirklich, ich habe diesen Antrag ausgefüllt, ich habe lange gebraucht. Ich habe ihn irgendwann endlich fertig gehabt, eine Woche später.
habe ich den ersten Anruf von dieser BAföG-Sachbearbeiterin bekommen. Sie ruft mich so an. Hallo, Herr Badian, wir brauchen noch die Daten Ihres Vaters. Ich war so, ja, ich weiß nicht, wo der ist. Sagt, ja, wir brauchen die aber. Sagt, ja, ich brauche den auch. Und dann hat sie was gesagt, das hat alles verändert. Sie meinte, okay, dann suchen wir ihn. Ich sag, Jackpot. Ich will gar kein BAföG, bring mir den, das passt. Wirklich. Und dann habe ich richtig lange auf diesen zweiten Anruf gewartet. Der zweite Anruf kam nach ein paar Tagen. Die BAföG-Sachbearbeiterin sagt, geht wieder, ich gehe ran. Hallo, Herr Badian, wir finden Ihren Vater nicht. Ich sage, ja, wir kommen im Club. Ich sage so, ja, okay. Und dann hat sie was gesagt, das hat wirklich alles verändert. Weil dann meinte sie so, okay, dann suchen wir ihn jetzt über das Einwohnermeldeamt. Ich war so, Jackpot, damit kommt er niemals durch. Wer ist das? Xavier Naidoo oder was? Dann habe ich Angst bekommen. Ich sage, was, wenn Xavier ist? Das erklärt alles. Natürlich ist es Xavier. Wirklich. Und dann habe ich auf den dritten und letzten Anruf gewartet. Der dritte und letzte Anruf kam nach 2 Tagen. Ich gehe ran ans Telefon. Ich habe direkt gemerkt, irgendwas ist anders. Ich habe es direkt gecheckt. Auf einmal hatte sie so einen Vaterkomplex. Aber mit meinem Vater. Tracy ruft so an und sagt so, hey, hat er sich bei dir gemeldet? Und ich muss sie auf einmal trösten. Ich sage so, nein, es liegt nicht an dir. Der hat nur so viel zu tun. Der kommt wieder, versprochen. Ich habe das Studium direkt abgebrochen. Dachte, ohne BAföG, das macht keinen Spaß. Und dann hatte ich richtig viel Zeit und meine Freunde haben das auch gemerkt. Meine Freunde wollten richtig aussitzen, dass ich so viel Zeit habe. So zum Beispiel in der Corona-Zeit kam einer meiner besten Freunde zu mir und meinte so, ey Hassan, wir müssen meinen kleinen Bruder zum Impfen bringen. Und sein kleiner Bruder ist so ein Autist, der hat eine Spastik in der Hand und im Bein. Kann schlecht Nein sagen. Und dann standen wir den nächsten Tag vorm Impfzentrum, haben auf unseren Termin gewartet. Wirklich, wir stehen da, warten. Ich höre schon so eine Horde Menschen auf uns zukommen. Ich habe es direkt gecheckt. Corona-Demo. Ich dachte, fuck, Hunden ist fressen. Wirklich, die sehen uns, kommen auf uns zu. Und einer aus der Menge schreit so, seht ihr? Das passiert, wenn ihr euch impfen lasst. Und ich war überfordert. Das war auch meine Reaktion. Was mache ich jetzt? Schreie ich ihn an oder tröste ich ihn nun erst? Und ich wollte so gerade was Aufbauendes sagen. Da schreit der Typ aus der Menge so, ihr werdet schwarz. Ich sage, was? Ja, wie? Bin ich der kleine Bruder von meinem Kollegen, guck mich so an und sag so, ich will nicht schwarz werden. Ich sag, Digga! Als ob das das Schlimmste ist, was dir passieren kann. Das war meine Zeit, Leute. Vielen, vielen Dank. Das war's von mir. Hassan Badian! Hassan Badian! Ja, guter Junge. Okay. Kinder sind immer ein gutes Thema. Meine Cousine Cordula zum Beispiel ist gerade Mutter geworden. Cordula und Torben. Wir haben eine Tochter bekommen, sie heißt Mala. Ich habe gesagt, schade, dass ihr keine Zwillinge bekommen habt, sonst hättet ihr sie Mala und Lackierer nennen können. Da habe ich gelacht. Schade. Fand die gar nicht lustig. Die nächste Dame, die jetzt kommt, kommt aus dem fernen Berlin zu uns. Sie kommt eigentlich aus Hamburg, ist dann aber nach Berlin gezogen. Das ist beachtenswert, weil sie hat gedacht, oh, hier sind unfreundliche Leute. Gibt es noch unfreundlichere Leute, bei denen ich wohnen kann? Und jetzt ist sie in der Stadt mit den allerfreundlichsten Leuten auf der Welt, nämlich Köln. Und deswegen, ja, und deswegen werden wir einen angemessenen Entree geben. Bitte, gebt alles für die wunderbare Felix Terstadt! Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Ich weiß, ich habe sehr schöne Haare. Dankeschön. Der Applaus war dafür, ich weiß. Ich muss mich bei meiner türkischen Mutter dafür bedanken. Die hat meine Haare komplett abrasiert, als ich 4 oder 5 war. Alles weg. Sie meinte, damit sie dicker und kräftiger wieder nachwachsen. Und damals als Kind dachte ich so, ach so, deswegen werden bei uns die Jungs beschnitten. So ein dicker, kräftiger Penis. Dunkel und lockig. Es wäre geil, wenn Männer einen lockigen Penis hätten, oder? Jeder Dickpick würde aussehen wie eine Gliss-Kur-Werbung, ey. Die müssen sich beim Sex so eindrehen. Ja, Schatz, gleich. Ja,
jetzt bin ich drin. Was gibt's noch über mich zu sagen? Ich bin dieses Jahr 41 geworden, Leute. Ja. 41, ey. Und ich finde, Frauen über 40, die werden langsam unsichtbar. Frauen über 40 sind wie so ein Türstopper. Ja, du versuchst so die Tür zuzumachen, denkst du so, hä, was ist denn da? Ah, ist eine 40-jährige Frau, huch. Die stehen hinter jeder Klotür, müsst ihr mal gucken, sag mal hallo. Ich finde, das Alter einer Frau kannst du auch bestimmen, je nachdem, wie sie aus dem Wasser kommt. Ja, weil 20-Jährige, die haben immer die Energie, gut auszusehen. Die sind im Wasser noch, machen so Bikini, so alles so zurecht, ne? Und dann kommen die so raus wie so Model. Und ihr so, wow. Und sie so, was ich? Ich mach doch gar nichts. Ich stehe hier nur. Ah, oh, ich bin nass. Ah, oh, ich bin salzig. 40-jährige Frauen, die kommen nicht mehr aus dem Wasser, Alter. Die waren so vorne so müde vom Leben, bis die nächste Welle kommt. Ja, die sind so, ja, jetzt komm endlich, komm. Dann werden die so angeschwemmt wie so ein toter Fisch, Alter, liegen die da, robben sich so hoch. Immer hängt eine Titte raus. Immer hängt eine Titte raus. Und niemanden interessiert's. Alle sind so, ja, ist eine 40-jährige Titte, also sorry. Eine 40-jährige Titte ist genauso interessant wie ein Ellenbogen, Leute, oder? Ich gehe noch weiter, eine 40-jährige Titte ist ein Ellenbogen mit einem Pickel, mehr ist es nicht. Ich habe zwei davon. Du kannst als 40-jährige Frau mit loser Titte die Strandpromenade entlang laufen, mehrere Mal. Du kannst dir ein Eis holen, mit dem Bus nach Hause fahren. Niemand sagt was. Es muss sich erst eine andere 40-jährige Frau dazu erbarmen, dir zu sagen, Schwester, die hängt da was raus. Und sie ist so, oh fuck, ey. Und die hängt eine Schamlippe raus übrigens. Ja, ich ziehe jetzt auch immer so hochgeschlossen an, damit mir nichts raushängt, ey. Das ist wirklich wichtig. Ich ziehe mich eh komisch an. Ich meine, guck mal, je älter ich werde, desto jünger ziehe ich mich an. Guck mal den Style hier. Ich habe die Klamotten von Asan ausgeliehen. Gerade. Nicht ganz, erst ein bisschen, aber. Nee, ohne Scheiß, ich ziehe mich immer jünger an, wirklich. Das ist so, in 5 Jahren trage ich ein Lätzchen, ey. Wirklich, und so Schwimmflügel. Es quetschis zum Mittag, so bap, bap, bap. Ich trage immer diese Jeans übrigens, immer. Die heißt Mom Jeans. Die Mädels wissen das, Mom Jeans. Ich weiß nicht, warum die so heißt, weil das Letzte, was Typen wollen, ist dich schwängern, wenn du diese Hose anhast. Das ist eine Salatschleuder als Hose. Ja, wirklich, in der Hose fragt dich keiner, ob du Treuepunkte sammelst. Die gehen davon aus. Sorry, dass ich das sagen muss, ich meine, aber guck mal, ich finde wirklich, dass so eine Hose, in der sich die Pussy in eine Scheide verwandelt, Leute. Oder? Eine richtige Scheidenhose, viel besserer Name dafür. Scheidenhose. Eine Pussy ist wild. Eine Pussy ist frei. Eine Pussy macht wuhu. Eine Scheide macht Auflauf. Ja. Nur eine Scheide überbackt alles mit Käse, ey. Eine Pussy ist immer cooler. Eine Pussy ist immer cooler. Es heißt auch Pussy Riot und nicht Scheidenaufstand. Ja. Eine Pussy wird auch nicht krank übrigens. Eine Pussy wird nicht krank. Kein Arzt sagt, sie haben Pussypilz. Und wenn er es sagt, ist es ein sehr schlechter Arzt. Oder ein Arzt, der zu viel Hip-Hop hört. Sie haben Pussypilz. Skurr. Pussy ist geiler. Du heiratest eine Pussy und dann lässt du dich von ihr scheiden. Merkt ihr selber, ne? Merkt ihr selbst. Das ist echt. Ich hab trotz Mom Jeans einen Freund gefunden. Alles ist gut. Sorry, liebe Männer. Interessiert keinen. Ich habe einen Freund gefunden. Und das Beste daran, einen Freund zu haben, ist, dass man nicht mehr daten muss. Das ist der einzige Grund, einen Freund zu haben, weil Dating ist eine Katastrophe. Dating ist wie dieser Greifautomat, wo du so Kuscheltiere rausziehst.
Ja, wenn du so jung bist, bist du so dumm, naiv. Du willst dieses eine Kuscheltier. Du denkst so, nee, ich krieg den. Nein, das klappt. Mit 30 bist du ein bisschen schlauer. Dann nimmst du das Kuscheltier, was über dem Rand hängt. Mit dem Kopf. Stupst ihn so einmal an. Denkst du, oh, nehm ich den scheiß Gremlin mit nach Hause, Alter, hier auf die Fensterbank. Und mit 40 bist du selber in diesem Automaten. Klebst da so an der Scheibe. Ja, hol mich raus, ich hab sexy Ellenbogen. meine Freunde und ich haben eine sehr gute Beziehung, falls das jemand interessiert. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Wir haben nur ein Problem. Ich bin Vegetarier. Mein Freund ist krasser Fleischesser. Der isst dreimal am Tag Fleisch. Ja. Und das passiert immer, wenn ich das sage. Dann klatscht jemand mit seinen Schnitzelhänden, Alter. Ja. Dreimal am Tag, ey, die Tiere, die ich die letzten 7 Jahre geschützt habe, isst er in einer Woche auf. In einer Pfanne. Unsere Beziehung macht gar keinen Sinn. Weil ich mache das aus Überzeugung, Leute. Also das ist so, wie wenn ich die Arche Noah von vorne füll und er sitzt so hinten und grillt ein Tier nach dem anderen weg. Ich mache so Inventur. Ich sage, hatten wir nicht 2 Giraffen, Alter? Wo ist die Giraffe hin? Hat der Adana gemacht oder was? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen männlich, so. Ich merke das immer, wenn so Frauen in der Stadt einparken, dann stelle ich mich daneben mit so verschränkten Armen und denke so, oh nee, das wird nichts, Alter. Nee, das andere links, ey. Aber ich bin eine Frau und das merke ich zum Beispiel, wenn ich zum Drogeriemarkt gehe und Tampons kaufe. Dann denke ich, ah, da war ja was. Ich bin eine Frau. Und mir ist letztens aufgefallen, dass Tampons haben so komische Bezeichnungen. Die heißen normal, super und super plus. So wie Benzin. 100%ig von Männern erfunden. 100 Pro, um ihre Frauen zu vergleichen. Abends in der Kneipe. Und was tankt deine? Boah, meine tankt super plus. Hast du eine Scheide zu Hause oder was, Alter? Was ist das denn? Pussy tankt Mini, Scheide tankt super plus. Merkt euch das. Wisst ihr, wenn ich noch merke, dass ich eine Frau bin, wenn ich zum Frauenarzt gehe, weil da Frau dran steht, ist mein Arzt. Geil, geh ich hin. Männer haben sowas nicht. Die haben Urologen. Deswegen gehen sie auch nicht hin. Ja. Und hier sind ein paar Männer, ich find's wirklich unfair. Ich find's unfair, liebe Männer. Ich finde, es sollte auch so einen richtigen Männerarzt geben, Alter, oder? So einen richtigen Männer, ja, Mann! Männerarzt, ey! Richtiger Männerarzt mit so einem Uppercut im Logo, so ein Männerarzt. Ja. Mit so einem Hau den Lukas an der Tür. So ping, nur die Stärksten kommen rein. Und die Schwachen müssen zum Kinderarzt, Alter, weg mit denen. Weg mit den Pussys, ey. Dann haben die so einen Weber-Grill im Wartezimmer. Da können die so Giraffen grillen, ja? Und diese Frauenarztstühle, die wir drin haben, haben die im Wartezimmer, damit die so breitbeinig sitzen können. So manspreaden. Und dann reden die über viel zu starkes Immunsystem. Nee, ich werd nicht krank. Ich werd doch nicht krank, Alter. Ich bin hier zum Grillen, ey. Ich werd nicht krank. Ja. Und wenn die beim Arzt sind, die werden nicht so normal untersucht wie wir. Nee. Die müssen mit dem Arzt so rangeln. So raufen, die müssen so wresteln mit dem Arzt. Dann wresteln die sich so. Und dann macht er so, oh, du Rabauke, oh, du hast aber Schuppen. Ne? Und dann wresteln die so weiter und dann greift er so ganz schnell so zwischendurch an die Eier, so ganz schnell. Guck mal so. Und dann macht er so, boah. Oh, sagt er, oh, richtig gute Eier, Alter. Guck mal meine Eier, guck mal deine Eier. Hast du super Plus-Eier oder was, Alter? Und dann kriegen die noch ein Attest, no homo. Fertig ist der Männerarzt. Okay, Leute, das war's von mir. Dankeschön. Philipp Töchtern! Philipp Töchtern! Komm mal her, Laura.
Ah, schön. Ja, der nächste Künstler des heutigen Abends kommt aus einer bekannten Familie. Und ich habe in meiner Familie auch immer ein bisschen zu kämpfen gehabt, weil mein Vater, also ich war erst an der Grundschule von meiner Mutter, die war Lehrerin, und dann am Gymnasium von meinem Vater. Und das ist eine harte Kindheit. Und dann denkt man so, irgendwann ist man erwachsen, hat man es hinter sich. Aber mein Vater verarscht mich heute noch, bei jeder Gelegenheit. Mittlerweile ist er 74, ich stehe letztens mit ihm im Mediamarkt. Da stehen so meine DVDs von meinem Programm rum. Er nimmt eine von den DVDs, ohne ein Wort zu sagen, geht durch den Mediamarkt zu einer völlig fremden Frau, die da gerade Blu-rays anguckt, guckt die an und sagt, kennen Sie diesen Mann? Die Frau sagt, nee, das ist mein Sohn. Der ist mittellos, können Sie das bitte kaufen? Und dann hat er auf mich gezeigt, aber ich habe nicht gehört, was er gesagt hat. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Die Frau hat 8 DVDs von mir gekauft. Der junge Mann, der jetzt kommt, Köln, von dem wird es auch bald DVDs geben. Und zwar zu Recht, er kommt seiner bekannten Familie und ihr habt den Namen heute schon mal gehört. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß mit David Gebekus! Vielen Dank. Ich bin 10 Minuten von hier aufgewachsen. Ich wohne in Ehrenfeld und bin mein ganzes Leben schon in Köln. Und ich habe so eine Tradition, immer wenn ich in Köln auftrete, gebe ich nach der Show dem Publikum einen aus. Heute, ich will die Tradition nicht brechen. Wir sind nachher draußen am Kiosk. Die erste Runde geht auf mich. Ich sage nicht welches Kiosk, aber ihr seid alle eingeladen. Also kommt vorbei. Mein Name ist David Gebekus. Ich habe einen sehr berühmten Namen. Schon in der Bibel war David so ein Ding. Gebekus, auch sehr berühmt. Ihr habt da alle meine Schwester Caroline gesehen. Vielen Dank. Und ich werde auch gefragt, so, wie ist das denn für dich als Bruder, so mit der super berühmten Caroline? Ist das irgendwie cool für dich oder geht dir das auf den Sack, dass ihr immer miteinander verglichen werdet? Und dazu muss ich sagen, bei uns in der Familie hieß es immer, es ist kein Wettbewerb, okay? Also das habe immer ich gesagt. Meine Mutter sagt immer, sie hat 2 Kinder. Meine Mutter sagt, sie hat eine Tochter, das ist Caroline Gebekus. Und sie hat einen Sohn, das ist der Bruder von Caroline. Caroline kriegt jetzt ein Kind, da freue ich mich natürlich auch drauf. Aber eine Sache stört mich ein bisschen. Das ungeborene Kind von Caroline ist jetzt schon bekannter als ich. Also, das ist hart. Also ich bin momentan so bekannt, wenn mir jemand auf Instagram schreibt, dann antworte ich immer. So ist das bei mir. Ansonsten sind Caroline und ich schon sehr unterschiedlich. Also Caroline ist so, die setzt sich so sehr für Gleichberechtigung ein, für mehr Frauenrechte und so. Und jetzt kommen auch Leute zu mir und sagen so, ja, sag auch mal was. Sag auch mal was zur Gleichberechtigung. Poste was. Sag, dass du ein Feminist bist und auch Gleichberechtigung willst. Und dann denke ich immer, nee. Weißt du, auch dieses Gender Pay Gap, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Davon merke ich in meiner Familie nichts. Aber ich bin auch selber Fan von dem, was Caroline macht. Ich finde das richtig, richtig toll. Also für eine Frau. Schon gut. Aber bei uns in der Familie ist alles in Ordnung. Ich war letztens zum Beispiel mit meinem Vater unterwegs. Wir waren in der Stadt und wir wollten mit der Bahn nach Hause. Und dann stand da so noch 25 Minuten, bis die Bahn kommt. Und meint mein Vater so, komm, wir gehen noch ein paar Bierchen trinken schnell. Ja. Ein paar Kölsch zimmern. Schnelles, helles. Ich so, ja, ich hab verstanden. Ja. Und dann sind wir einfach in die nächstbeste Bar gegangen. Da, wo wir waren, einfach rein. Und wir kommen da rein und dann war es eine Schwulenbar. So, ja. Und mein Vater so in der Tür so, oh,
Und ich so, wat O? Und dann, ah, O, ah, nur überrascht, nicht schlimm, überrascht. Und mein Vater so, gehen wir trotzdem rein. Ich so, klar. Und wir kommen da rein, ich war mit Abstand der Jüngste da. Und auf einmal haben so alle Männer mich angestarrt. Und ich war so, krass, so ist das, wenn man als Frau in eine Bar kommt. Das ist ja ekelhaft. Und ich wurde so krass angestarrt, das war so total unangenehm. Habe ich so richtig einen Moment gebraucht, bis ich so mit der Situation klarkam, bin ich so ein bisschen eingegroovt. Dann habe ich irgendwann gesehen, so hinten an der Bar war so ein Typ, der hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. Dem war ich scheißegal. Hab ich auch gedacht so, bist du denn für ein Arsch? Ich meine, ich habe so was ganz Cooles erlebt. Da ist mir so aufgefallen, so, Alter, Schwule, die flirten auf einem anderen Level. Ja? Die haben irgendwie das Flirting-Game gehackt. Aber da kam einer zu mir und meinte so, ey, siehst irgendwie interessant aus, sollen wir rummachen? Und ich so, so geht das oder was? Das ist eine Option, Alter? Alter, weißt du, wie ich früher versucht habe, Leute kennenzulernen? Ich habe mich einfach hinten in den Raum gestellt und so gehofft. Oh, hoffentlich passiert was. Und der so, ey, ich will dich. Ne? Man sagt, ey, soll man rummachen? Ich war so beeindruckt davon. Der wollte, was er will. Das war irgendwie spannend. Ne? Da habe ich so ein bisschen gelogen, so, nein. Das war spannend, ne? Aber ich habe da nicht mit dem rumgemacht. Ne? Also mein Vater war ja auch noch da. Ich kann nicht so reinkommen nach 5 Minuten. Ich probiere nur was aus, Vater, das ist neu. Ich bin 39 und ich habe mit 39 jetzt hab ich so einen alten Zettel von mir wiedergefunden. Da hatte ich so, als ich so Anfang 20 war, so Ziele für mein Leben aufgeschrieben. Jetzt mit 39 habe ich den so wiedergefunden. Und da standen so Sachen drauf, da wundert man sich jetzt so ein bisschen, ne? Was so früher meine Ziele waren. Und da war so ein Punkt, war Miete bezahlen. Geil. Und so ein anderer Punkt war einfach nur Gitarre lernen. Ne? Und da habe ich mich daran erinnert, ach Gott, wie lang ich das schon so vorhab. Ne? Ich kann keine Gitarre spielen, null. Ne? Mittlerweile habe ich aber das Problem, ich sehe so aus, als könnte ich Gitarre spielen. So, ab und zu drückt mir einer so eine Gitarre in die Hand und heißt immer, hier, jetzt du. Dann muss ich aber sagen, ich kann das nicht. Ja, komm, und dann legst du los, hier, zeig mal was. Weißt du, diese Zieleliste, die hat mir total viel Druck gemacht. Ne? Habe ich irgendwann diesen Punkt Gitarre lernen einfach so weggestrichen mit so einem Edding. Einfach so weg. Ne? Und dann habe ich so gemerkt, wenn man seine Ziele im Leben wegstreicht, ne? Das ist ein richtig gutes Gefühl. Man denkt beim Wegstreichen so, boah, Gott sei Dank habe ich damit keinen Stress mehr. Das möchte ich euch für heute Abend so ein bisschen mitgeben. Denkt mal über euer Leben nach, überlegt mal, was ihr so noch so tun, sehen, können wollt. Schreibt alles auf, macht euch eine lange Liste und jeden Sonntagabend nehmt euch die Liste, einen Rotwein und einen dicken Edding und jeden Sonntag so bei einem Punkt so entscheiden, also das mache ich auf gar keinen Fall, Alter. Ja, immer wenn man so ein Ziel wegstreicht, dann denkt man so, oh, wieder was geschafft. Was ich momentan so richtig spannend finde so in der Welt, ist so, wenn Sachen gecancelt werden. Das finde ich irgendwie spannend. Ne? Irgendwas, das so früher toleriert wurde, aber heute nicht mehr in Ordnung ist, das wird gecancelt. Ne? Und ich, wenn ich was zu sagen hätte, ich hätte schon viel früher Sachen gecancelt, Alter. Zum Beispiel Tandemfahren. Weißt du, das war mal 5 Minuten witzig, aber ich finde, das ist irgendwie nicht in Ordnung. 2 Leute auf einem Tandem, man denkt immer so, wir sehen euch. Und ich denke immer, wo fahrt ihr hin? Beide in so einer hässlichen Outdoor-Survival-Jacke. Was habt ihr vor, Alter? Das ist meistens ein Pärchen. Alter, bei einem Paar auf einem Tandem, denkt mir, fahrt ihr zum Scheidungsanwalt oder was? Fahrt ihr eine Klippe runter, dann los. Also meine Theorie ist, wenn ein Paar Tandem fährt, die Beziehung ist zu Ende. Okay? Weil der einzige Grund, Tandem zu fahren, ist so, du willst deinem Partner sagen, wir können gerne einen Ausflug durch die Natur machen. Das Einzige, was ich nicht sehen will, ist dein Gesicht. Ich habe eine Theorie. Keine Tandemfahrt endet damit, dass gebumst wird. Okay? Kein Tandempaar
schließt das Fahrrad im Vorgarten an, rennt ins Schlafzimmer, fällt übereinander her und dann so, oh, zieh den Helm aus. Nein. Ich finde, was man auch mal langsam so canceln könnte, ne, was auch nicht in Ordnung ist, sind Haustiere. Das ist so meine Meinung. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie ein bisschen komisch, weil ich muss überlegen, 99% aller Haustiere sind nur bei den Menschen, weil sie entführt wurden. Die wurden von ihrer Familie weggerissen, damit ihr die besitzen könnt. Zum Beispiel, manche Leute haben einen Vogel zu Hause im Käfig. Alter, die ganze Zeit ist der im Käfig. Wenn du wenigstens mit dem so ab und zu mal draußen, so an der Angelschnur, weißt du, so ein bisschen Freiheit. Hund ist natürlich auch ein gutes Haustier, der Hund, ne? Wenn wir sagen, alles der beste Freund des Menschen. Ist der beste Freund. Hundebesitzer auch so, ist mein bester Freund. Aber wie gehst du mit dem um? Ja, ich kette den an, ich sperre den ein. Ich bringe dem bei, dass er nur pissen geht, wenn ich sage, dass er pissen geht. Und sobald der Hund so in der Lage ist, Nachwuchs zu zeugen, gehen wir zum Arzt, machen das weg. Ja, das nervt. Alle Hunde, das sind so coole Tiere, die freuen sich über alles. Die Hunde freuen sich über jede Kleinigkeit. Hunde haben so viele Emotionen in sich. Die meisten haben sich in ihren Entführer verliebt. Das nennt man das Stockholm-Syndrom. Das gibt es natürlich auch bei Menschen. Ihr kennt ja die Freundin vom Wendler. So ist das. Aber wirklich, es gibt ein Haustier, das hat wirklich unter uns gelitten. Die ärmste Sau unter den Haustieren ist der Hamster. Der arme, arme Hamster, Alter. Weißt du, den Menschen ist der Hamster so ein bisschen egal, ne? Das merkst du schon an der Tatsache, du kriegst einen niegelnagelneuen Hamster für 5 €. Das ganze Hamsterleben kostet weniger als eine Zigarettenpackung. Das ist nicht okay. Das ist auch der Grund, warum die wenigsten ihren Hamster zum Tierarzt bringen. Weißt du, der Tierarzt würde auch sagen so, was soll ich damit? Bringst du mir gerade Schlangenfutter? Bringst du mir morgen Pferdefutter? Soll ich dann mal ein paar Haferflocken untersuchen? Das macht doch einfach keinen Sinn, ne? Stell mir vor, du bringst deinen Hamster mit der Bahn zum Tierarzt und zurück. Das kostet 2 Hamster. Und das Schlimme ist, ne? Kinder kriegen immer einen Hamster, Alter. Kinder kriegen einen Hamster. Kein 38-jähriger Mann sagt so, oh, ich hätte so gern einen Hamster. Kinder kriegen einen Hamster, die wollen überhaupt gar keinen Hamster. Die wollen eine Katze, einen Hund, ein Pferd. Und die Eltern sind so, nee, 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 nee. Du kriegst erstmal was zum Üben. Okay? Üb erstmal. Und wenn du was falsch machst, dann ist so ein bisschen egal. Alter, wenn ein Hamster mit dem Staubsauger eingesaugt wird, dann sagen alle Eltern so, aber dafür gibt's keinen neuen Beutel, da passt doch noch was rein. Das Schlimme ist, ne, Alter, Hamster sind nachtaktive Tiere. Ja, die werden nachts wach. Erst geht das Kind ins Bett, kommt das Sandmännchen, dann wird das Vieh wach. Hör mal, Hammer, Haustier. Weißt du, wenn ein Kind wirklich einen Hamster will, ne, dann stell einfach eine Hütte hin, im Käfig, kein Hamster. Sag, starr da drauf. Das ist Hamster haben als Kind. Du siehst das Ding nie. Für ein Kind bist du ein Hamster eigentlich nur am Schlafen sein oder tot. Das ist Hamster haben. Aber die ganzen Kinder mit Hamster, die kommen nach der Schule nach Hause. Wo ist der Hamster? Wo ist der Hamster? Käfig auf, Hütte auf. Oh, süß. Aufwachen. Junge, Hamster werden in Gefangenschaft 1,5, 2 Jahre alt. In freier Wildbahn werden Hamster 18 Jahre alt. Und das ist gelogen, aber es hätte stimmen können. Danke fürs Zuhören, Leute. Schönen Abend noch. Thank you. David Kebekus! David Kebekus! Okay. Was für ein wunderschöner Abend heute Abend bei euch. Erstmal danke an 1Live, an den WDR, dass sie uns das hier ermöglicht haben, das Cologne Comedy Fest. Dieser Abend stand unter dem Motto, dass wir hier alle gemeinsam gelacht haben. Hier sind so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die eine andere Muttersprache vielleicht haben, ein anderes Alter. Und wir sind alle vereint unter Lachen.
Vielen Dank, dass ihr heute Abend mit uns Lieben und Lachen gefeiert habt. Es war ein wunderschöner Abend. Und jetzt holen wir noch mal die Künstler des Abends auf die Bühne. Bitte, rastet richtig angemessen aus für die Menschen, die euch einen geilen Abend bereitet haben. Zuerst das kölsche Mädchen. Caroline Kebekus! Ozan Yaran! Thorsten Sträter! Tanne! Hassan Balian! Und David Kebekus. Und Köln rastet aus für den Moderator des heutigen Abends, Bastian Bielendorfer. Dankeschön, Köln. Vielen, vielen Dank von uns allen.